Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, lieber Ruprecht Polenz, lieber Anne Rabe, sehr geehrte Damen und Herren hier im Haus und im Livestream. Mein Name ist Dietrich Herrmann, ich komme vom Referat Staat, Verwaltung und Parteien aus dem Inlandsbereich der Heinrich-Böll-Stiftung, möchte Sie hier herzlich willkommen heißen. Es sind gerade einmal 48 Stunden her, dass die Wahllokale in Gera und Eisenach, in Görlitz und in Zwickau in ganz Thüringen und Sachsen geschlossen haben. Über die Wahlergebnisse sind viele Menschen zu Recht empört. Mit dieser Wahl sind politische Kräfte in Sachsen und Thüringen gestärkt worden, die die Klimakrise leugnen oder verharmlosen, die die vielfältige Gesellschaft ablehnen, die Rechtsstaatlichkeit infrage stellen und die dem brutalen Aggressor Putin das Wort reden. Wir müssen aber so ehrlich sein, die Ergebnisse vom Sonntag waren keine Überraschung. Wir wussten vorher ziemlich genau, was kommen könnte. Und auch, dass diese Wahlergebnisse nur ein Ausdruck einer schwierigen Entwicklung für unsere liberale, repräsentative Demokratie sind. Und weil wir, und da schließe ich mich selbst ausdrücklich ein, in Momenten ratlos sind, halten wir es für wichtig, miteinander über unsere Empörungen und unsere Ratlosigkeiten zu sprechen. Denn aus diesem gemeinsamen Erzählen und Reden können Ermutigung und Kreativität und konstruktives Engagement erwachsen. Also, deswegen machen wir diese Veranstaltung. Sie kann aber auch nur ein Anfang sein. Bei allem Respekt vor den Gesprächspartnerinnen, der Erfolg dieser Veranstaltung und der Lektüre des Buchs von Herrn Polenz liegt am Ende darin, was Sie, liebe Gäste hier im Haus und im Stream, daraus machen. Nicht alleine, aber mit Nachbarn und Bekannten oder irgendwelchen Menschen, denen am Erhalt und der Stärkung der freiheitlichen und repräsentativen Demokratie gelegen ist. Wir machen also die Veranstaltung zum Titel des Buchs von Ruprecht Polenz, Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Abschließend noch ein kurzer struktureller Hinweis. Dies ist die erste eigene Veranstaltung des neuen Referats Staat, Verwaltung und Parteien im Inlandsbereich der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Ich nehme dabei die Referatsbezeichnung ernst, wo Parteien in der Mehrheit geschrieben ist. Nur die Vielfalt von Parteien macht eine parlamentarische Demokratie aus, in der Opposition Regierung, in der aus Opposition Regierung und aus Regierung Opposition werden kann. Daher herzlich willkommen dem Christdemokraten Ruprecht Polenz und herzlich willkommen Anne Rabe, die für die Sozialdemokratie Wahlkampf gemacht hat. Beide sind hier in erster Linie aber als engagierte Menschen der Zivilgesellschaft. Mein Referat wird sich künftig mit Fragen des Funktionierens von Staatlichkeit, mit Vertrauen und Misstrauen in staatliche Akteure, mit verfassungsrechtlichen Grundlagen von Staat und Demokratie auseinandersetzen. Ein riesiges Feld, über das ich heute Abend nicht umfassend sprechen kann und will. Aber bitte bleiben Sie uns verbunden. Um nun den Bogen zurück zu unserer Veranstaltung zu schlagen, die zentrale Voraussetzung, dass es Vertrauen in staatliche Institutionen, in das Funktionieren von Verwaltungen und das Ansehen von Parteien gibt, ist eine lebendige, aktive und kritische Zivilgesellschaft. Unsere Gäste will ich nicht lange vorstellen. Sie alle kennen beide oder können sich umfassend über ihre Vita informieren. Ruprecht Polenz war viele Jahre Stadtrat in Münster, dann 1994 bis 2013 Bundestagsabgeordneter für die CDU, unter anderem Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Jetzt mit 78 einflussreicher und überparteilich respektierter Influencer. Anne Rabe ist Schriftstellerin, sehr bekannt, vor allem durch ihren Bestseller Die Möglichkeit von Glück, engagiert sich vielfältig in gesellschaftlichen Debatten und unterstützt örtliche und regionale Initiativen für Demokratie und Weltoffenheit. Leider ist heute bei uns im Haus die Klimaanlage ausgefallen. Ich möchte dafür herzlich um Entschuldigung bitten. Draußen steht Wasser, Leitungswasser für Sie bereit, wo Sie sich gerne bedienen können. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Herr Polenz und Frau Rabe auch noch das Gespräch mit Ihnen suchen, aber zunächst mal gemeinsam mit Ihnen sprechen.
Besondere Grüße gehen heute nach Bautzen in die Oberlausitz. Ich weiß, dass da jetzt einige am Livestream sitzen, die eigentlich gerne hier dabei wären. Aber den Zusammenhang zu erzählen, was unser aller drei Bezug zu Bautzen in der Oberlausitz ist, möchte ich Ihnen, euch beiden, überlassen. Lieber Ulrich Polenz, lieber Anne Rabe, the floor is yours. Vielen Dank. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Einiges wurde jetzt schon angesprochen. Wir werden ungefähr eine Stunde miteinander sprechen, habe ich so geplant. Und dann kommen wir mit Ihnen ins Gespräch. Nutzen Sie die Gelegenheit, weil nachher sind wir beide wieder weg. Also überlegen Sie sich ruhig schon mal die ein oder andere Frage. Neben mir sitzt Ruprecht Polenz, den Sie alle kennen und der ein Buch geschrieben hat, Tu was, das ist eigentlich vielleicht, ja, könnte man sagen, das Motto der Stunde, beziehungsweise fragt man sich vielleicht auch schon, ist es dafür schon zu spät, nach den Wahlergebnissen, wie gerade angesprochen. Ich möchte Herrn Polenz trotzdem noch einmal kurz vorstellen. Wir haben uns auch, wir folgen uns schon eine ganze Weile auf Twitter, ich Ihnen glaube ich länger als Sie mir. Und wir haben uns aber noch nie persönlich getroffen. Und dann habe ich natürlich jetzt im Vorfeld auch noch mal ein bisschen nachgelesen. Sie sind 1946 in Sachsen geboren. Und zwar aufgewachsen dann in Bautzen, was gerade schon anklang. Und ich hatte versprochen, ich glaube, uns wurde aufgetragen, wir sollen in die Kamera blinken. Einmal für die Bautzner irgendwohin. genau, das haben wir jetzt erledigt. Und dann sind aber Ihre Eltern mit Ihnen in den Westen gegangen, beziehungsweise geflohen, 1952. Und so habe ich es gelesen, um Sie vor der sozialistischen Erziehung auch zu bewahren. Ist das richtig? Ja, ja? Ja, das ist richtig. Und erinnern Sie sich noch ein bisschen so an diese ersten DDR-Jahre Ihrer Kindheit, beziehungsweise dann dieses Nachkriegs-Westdeutschland, Nachkriegsdeutschland? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, auch dass Sie das hier mit mir besprechen wollen. Ich habe auch Ihr Buch mitgebracht, dass Sie mir das nachher auch noch signieren, bitte. Ja, die ersten Jahre, ab wann erinnert man sich? Ich schätze mal so ab dem Alter von 4 etwa, kann ich mich erinnern. Und ich habe eine durchaus prägende Erinnerung, nämlich die, dass man auf der Straße anders reden musste, als man in den vier Wänden durfte. Ich habe das mitbekommen, weil wir zu Hause Rias gehört haben. Und im Rias war das Hörspiel Der Schatz im Silbersee. Und wie man das als Kind so macht, habe ich das dann mit Freunden draußen im Garten nachspielen wollen. Und dann hat meine Mutter das irgendwie mitgekriegt, hat gesagt, also das darfst du nicht machen. Und eine ähnliche Erinnerung habe ich auch noch. Also ich habe dann irgendwann mal auch pfeifen können und dann gab es diesen Schlager von Conny Frobes, pack die Badehose ein, und den konnte ich dann pfeifen und das durfte ich auf der Straße auch nicht. Einfach weil in diesen ersten DDR-Jahren das schon noch sehr streng gehandhabt wurde. Das soll hinterher etwas legerer gehandhabt worden sein, weil man es auch nicht kontrollieren konnte. Aber dieses Gefühl, man kann nicht man selber sein, wenn man die vier Wände verlässt, das habe ich schon mitgenommen. Also das war durchaus auch prägend für Sie. Und haben Sie das dann auch gemerkt in der Bundesrepublik, dass es sofort anders war? Oder ist Ihnen das nicht so aufgefallen? Naja, ich bin dann in Hafenlohr am Main eingeschult worden. Und mein Vater war erst arbeitslos. Und wir hatten schon das Gefühl, dass die nun nicht gerade auf Flüchtlinge gewartet hatten. Also das war schon auch so eine so ein Gefühl, die begucken einen jetzt so ein bisschen, weil die anderen kannten sich natürlich, weil sie da immer gewohnt haben. Aber das ging dann eigentlich ganz gut vorbei und bin dann in Bayern, Baden-Württemberg zur Schule gegangen, habe in Tauberbischofsheim Abitur gemacht. Die Möglichkeit, sich hier zu engagieren, umfassend zu informieren, das habe ich eigentlich auch schon als Schüler angefangen. Ich habe auch so ein bisschen die These, wer sagt, also wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich was ehrenamtlich, der macht es nie. Also das ist einfach eine Sache, die fängt man relativ früh an. Und für mich war ja vor allen Dingen der Geschichtsunterricht
etwas, was mich relativ früh politisiert hat. Sie haben dann nach dem Abitur, wie Sie gerade gesagt haben, sind Sie erst einmal zur Bundeswehr gegangen, ja, und haben dann in Münster, wo Sie bis heute leben, studiert, und zwar Rechtswissenschaften. Und Sie hätten ja also mit diesem Studium auch was Anständiges machen können. Sie sind dann aber sehr früh in die Politik gegangen, schon während des Studiums. Ja, haben Sie sich engagiert beim AStA, auch bei der Jungen Union und dann eben auch bei der Union, bei der CDU in Münster, und haben dann auch 20 Jahre im Stadtrat gesessen, genau, bevor Sie in den Bundestag gegangen sind. Und dort dann für 2000 für ein halbes Jahr der Generalsekretär von Frau Merkel. Und kommen wir vielleicht nochmal später dazu, wenn es um Verwerfungen in der Politik und dem Umgang miteinander geht. Ganz genau. Außerdem sind Sie in den letzten Jahren, Herr Herrmann hat das schon angesprochen, zu einem der einflussreichsten politischen Influencer geworden. Sie sind vielleicht das Gesicht auch für jüngere Leute der CDU, das gute Gewissen für all die, die ein bisschen links von der CDU stehen und sich dann freuen, dass sie auch mal dagegen halten, wenn es, das gibt es ja in Ihrer Partei durchaus, die Offerten nach rechts, gerade in den letzten Tagen haben wir die wieder verstärkt wahrgenommen, das Fischen am rechten Rand, und da halten Sie dagegen und schaffen seit, ja, mittlerweile vielen Jahren, ich glaube, Sie sind viel länger auf Twitter als ich, Sie sind nur auf Twitter, oder? Auch. Also vielleicht kann ich das kurz sagen. Ich bin 94 bis 2013 im Bundestag gewesen und habe dann so 2010, 2011 gemerkt, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit auf damals Facebook zubringen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Und als Abgeordneter soll man ja ein Gefühl dafür haben, wie die Lebenswirklichkeit der Menschen ist, die man im Parlament vertritt. Deshalb macht man Unternehmensbesuche oder geht zur Bahnhofsmission. Und dann habe ich mir von meinem Sohn einen Account einrichten lassen, habe dann erstmal so ein bisschen mitgelesen, was da so in der Timeline war. Und dann kam ja dieses schreckliche Buch von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, und die entsprechenden Diskussionen hinterher. Und ich habe dann eben sehr intensiv, weil ich mich vorher auch schon mit Islam beschäftigt hatte, aus meiner politischen Arbeit heraus, versucht, gegen diese rassistischen Tendenzen des Sarrazin-Buchs anzuargumentieren. Dadurch hatte ich dann relativ schnell diese 5000 Freunde voll und bin aber die ganze Zeit bei Facebook. Das war die Grenze damals, Das war damals oder? Die Grenze, ja. Mehr ja. durfte jetzt, man jetzt, nicht haben. Ja, jetzt habe ich irgendwie 20.000, die mich da abonniert haben. Aber damals war da so eine Zäsur. Und ich bin schon öfter mal gefragt worden, mach doch was auf damals Twitter. Und da habe ich gesagt, also das glaube ich nicht, dass man mit 140 Zeichen, das war damals die Grenze, irgendwie ein Argument vernünftig rüberbringen kann. Auch bei 240, was nachher war, ist das nicht so einfach. Na ja, gut, und dann habe ich mich aber 2019 überzeugen lassen, das da auch mal zu versuchen. Und das hat dann wirklich ziemlich gut geklappt. Hat auch so ein bisschen, sag mal, Aufmerksamkeit, glaube ich, erregt, dass da jemand mit in den 70ern da jetzt quasi auf Twitter einsteigt. Und ich habe dann sogar eine Auszeichnung bekommen, einen goldenen Blogger als Newcomer. Man ist nie zu alt, um das nicht vielleicht noch zu kriegen. Und und inzwischen ist es schon so, mit dem Influencer tue ich mich als Begriff immer noch so ein bisschen schwer, aber die Reichweite ist schon so, dass ich jeden Tag etwa 2.500 Kommentare zu dem habe, was ich im Netz an Diskussionen anstoße. Das sind jetzt nicht 2.500 verschiedene Menschen, aber es ist halt schon eine entsprechende Resonanz. Und für mich waren Social Media von Anfang an eben auch eine Möglichkeit, mit mehr Menschen zu kommunizieren. Wissen Sie, wenn man Abgeordneter ist und man macht eine Veranstaltung, meinetwegen als Bundestagsabgeordneter, irgendwas zur Außenpolitik in Münster, und dann komme ich nach Hause und dann fragt meine Frau, wie war es denn? Und dann sage ich, oh, war prima, war gut besucht, 50 Leute waren da. Und das ist auch für so eine Veranstaltung ein guter Besuch. Und dann merkt man aber auf Facebook ganz schnell, da sind 200, 500 und mehr, die das mitkriegen.
Und jetzt bei X erreichen halt manche Posts Zahlen von über 1 Million. Also das ist, wenn man Einfluss nehmen will, und ich möchte schon Einfluss nehmen, dann ist das schon ein Punkt, der dafür spricht. Und deshalb mache ich ja auch in meinem Buch da etwas längere Ausführungen zu, um Menschen zu überzeugen, ob das nicht auch was für sie wäre, wenn man sagt, warum laufen denn die Diskussionen so und so und nicht anders? Da kann man selber auch ein bisschen was dafür tun. Jetzt ist natürlich die Frage nach Facebook und Twitter, ob sie tanzen können und auch auf TikTok präsent sein werden. Nein, TikTok nicht. Ich verfolge die Diskussion über TikTok, glaube aber, dass ich da vom Alter her nicht mehr richtig authentisch reinpassen würde, selbst wenn ich das mit den Videos könnte. Könnte mir vielleicht mein Sohn bei helfen, aber das, was ich noch überlege, ist Instagram. Also ich bin seit einiger Zeit auch auf Blue Sky, weil ich mit großer Sorge verfolge, wie sich X unter Elon Musk immer mehr zu einer Plattform entwickelt, wo die Extremen, auch vor allen Dingen die rechtsextremen Posts mit Reichweiten begünstigt werden. Das macht also, es ist immer mehr Gegenwind, den man da in den Diskussionen hat. Und deshalb habe ich dann einen Blue Sky Account geöffnet und verwerte da sozusagen die Posts eben auch. Das wächst auch so langsam an und ich bin dann auch noch auf Meta und auf LinkedIn. Zu LinkedIn würde ich vielleicht gleich noch was sagen und eben auch noch Mastodon, aber das ist ein bisschen zu langsam und kommt irgendwie nicht richtig aus den Sträuchern. Aber vielleicht eine Bemerkung noch zu LinkedIn. LinkedIn ist ja eigentlich eine Plattform gegründet so für Kontaktanbahnung. Wo ist eine Stelle frei? Wo kann ich mich bewerben? Wer kann mir gratulieren? Ein Karrierenetzwerk. Richtig, wer kann mir gratulieren, weil ich gerade befördert worden bin? Also solche Sachen. Und es wird aber seit einiger Zeit da auch politisch diskutiert. Und das ist das, was ich mache. Also ich brauche keinen neuen Job mehr. Ich diskutiere da politisch. Und da sind die Leute ja überwiegend mit Namen und Funktionen drin. Und ich muss sagen, ich erschrecke schon noch mal ein bisschen mehr, wenn da jemand sozusagen in voller Namensbezeichnung und Funktion, was weiß ich, Geschäftsführer bei Siemens oder was immer, da wirklich ausländerfeindliche, rechtsextreme Positionen vertritt. Da denke ich immer, der hat auch noch Personalverantwortung, der hat eine wichtige Funktion, sind meistens Männer, der hat eine wichtige Funktion in der Wirtschaft und redet sowas. Also nach LinkedIn bin ich oft deprimierter als bei mancher Diskussion auf X. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen, sozusagen, wie sehr sich die Gesellschaft verändert hat, ja, was sich da etabliert hat und wofür man sich eben alles nicht mehr schämen muss und was auch sagbar geworden ist. Ja, das ist spannend. Es klingt auch sowieso, Sie sagten ja, Sie brauchen keinen neuen Job mehr. Es klingt auch so, als wäre das schon, ich sage mal, eine tagesfüllende Freizeitbeschäftigung. Ja? Na gut, das wäre ich oft gefragt und es ist in der Tat, aber ich bin ja im Ruhestand. Ich habe also Zeit und die Teile. Aber können Sie das so beziffern ungefähr, wie viele Stunden am Tag Sie da verbringen? Ja, es sind sicherlich mehr als 4 oder 5. Und nicht am Stück, aber sozusagen immer mal wieder. Und aber wie gesagt, ich finde das sinnvoll verwendete Zeit. Was mache ich sonst noch? Ich genieße, dass ich mit meiner Frau mehr zusammen sein kann. Wir haben 9 Enkel, 4 Kinder und einen Hund, mit dem wir jeden Tag spazieren gehen. Also das ist sozusagen das Grundprogramm. Und dann bleibt aber schon noch ein bisschen Zeit. Und in der lese ich halt und mache eben da meine und diskutiere. Ja, spannend und sicherlich auch manchmal nervenaufreibend. Wir haben jetzt ganz schon ein bisschen was gehört über Ihren Werdegang, über Ihre politische Heimat. Ich muss aber trotzdem 2 Tage nach dieser, ja, ich würde sagen, schon historischen Wahl einmal fragen, wie Sie den Sonntag jetzt verbracht, wie Sie den erlebt haben, was das bei Ihnen ausgelöst hat. Das ist sicherlich schwer in wenige Worte zu fassen, aber vielleicht haben Sie doch mal einen Eindruck für uns. Ja gut, es war vorhersehbar, was es nicht besser macht. Wichtig ist, eben jetzt nochmal wieder mit vielleicht der Lupe auf Sachsen und Thüringen schauen, dass wir wenigstens nochmal kurz das Weitwinkel anmachen. So schlimm das ist mit den AfD-Wählern in Thüringen, es waren 400.000 insgesamt.
Und ich habe auch vor der Wahl einige Posts gemacht, um einzuordnen, dass insgesamt an diesem Wochenende 7 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl gegangen sind, von 68 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland. Das scheint mir deshalb wichtig, weil wir ja diese Wahlergebnisse jetzt nicht nur in Thüringen, in Sachsen oder mit Blick auf diese beiden Länder interpretieren, sondern manche haben jetzt das Gefühl, also jetzt geht halt Deutschland sofort unter wegen dieser Ergebnisse. Und in der Tat, wenn wir das Thüringer Ergebnis mal bei einer Bundestagswahl hätten, dann würde ich auch überlegen, ob man noch in Deutschland bleiben kann, um es mal ganz hart zu formulieren. Aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht. Und noch gibt es eine Chance, daraus zu lernen. Also ich fange mal mit meiner Partei an. Ich habe schon im ganzen Wahlkampf nicht verstanden, warum, es war ja irgendwie klar, dass eine absolute Mehrheit für die CDU nicht ins Haus stand, weder in Sachsen noch in Thüringen. Insofern stellt sich ja eigentlich als zweite Überlegung sofort der Gedanke, mit wem will ich denn nachher eine Regierung bilden? Und deshalb habe ich überhaupt nicht verstanden, weshalb, ich sage mal, doch Wahlkampfschwerpunkte, vor allen Dingen auch der Bundespartei, die das ja auch flankiert hat, auf der Kritik an der Ampel lagen. Natürlich kann man ganz viel an dieser Regierung kritisieren, würde ich auch tun, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber es war doch klar, nach diesen knappen Margen, die SPD und Grüne noch oberhalb der 5% oder knapp drunter hatten, und die FDP war ja nun sowieso schon sozusagen drunter, dass man sich klar hätte machen müssen, was jetzt rauskommt. Und ich habe einen Post gemacht, bezogen auf Thüringen. Jetzt ist die CDU mit AfD, Linkspartei und BSW allein zu Hause. Und das war aber vorhersehbar. Und jetzt könnten wir über diese drei Parteien einiges sagen. Ich sage mal was über eine Partei, über die noch nicht so viel gesagt würde, wo ich jetzt im Augenblick sehr staune, auch erschrecke, dass die CDU meint, man müsse eigentlich gar nicht groß begründen, warum man jetzt auf einmal auch mit BSW über Koalitionen sprechen könne. Ich finde, das ist ein Skandal. Absolut. Ich finde, das ist ein Skandal. Und ich kann das auch begründen. Ich bin, das ist noch ein Amt, was ich noch habe, auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Wir sind gerade vom Kreml zur extremistischen Organisation erklärt worden, also eine Wissenschaftsorganisation mit über 1000 Mitgliedern. Vorher waren wir unerwünscht, jetzt sind wir extremistisch. Zeigt, wie das in Russland so läuft. Wir erleben seit 2014 russische Aggression gegen die Ukraine. Wir erleben seit 2022 einen brutal auch gegen Zivilisten geführten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und es ist das Kernanliegen von BSW, das sagt Sarah Wagenknecht dauernd und das erzählt sie ja jetzt auch, was sie gerne in den Koalitionsverträgen drin hätte, dass wir aufhören, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Das ist nicht nur unmoralisch, das ist gegen jede Humanität, jedes Recht und auch gegen die deutschen Interessen. Und jetzt kann ich nicht so tun nach dem Motto, ja, das ist ja die Bundespolitik und auf Landesebene, da reden wir über ganz andere Sachen. So einfach ist es nicht. Ich würde trotzdem einmal da einhaken, weil Sie ja, Ihr Gespräch jetzt, Ihren Eindruck von der Wahl auch damit begonnen haben, dass sozusagen, da sind nur 7 Millionen Menschen und in Thüringen sind es dann nur 400.000 rechtsextreme Wähler, um das sozusagen immer kleiner zu machen, ein Stück weit. Gerade das, was Sie jetzt zum Schluss schilderten, zeigt ja eigentlich, dass diese Wahl schon eine Auswirkung hat auf das gesamte Land. Und gerade ja, auch die CDU, das ist etwas, was mich zum Beispiel sehr besorgt. Die Frage, wenn die CDU, das ist in Ostdeutschland meiner Meinung nach durchaus vorstellbar, dass es auch die Mitglieder mittragen, ein solches neues Bündnis und dass man das sogar auch in die Gesellschaft hinein kommunizieren könnte und das Akzeptanz finden würde. Die Frage ist ja, wir haben ein Jahr später Bundestagswahl. Und wie blickt eigentlich, und da sind Sie jetzt natürlich auch vielleicht ein Vertreter und Kenner, die West-CDU auf diese Art ja, von Grundsatzverrat? Ja, na klar. Also ich versuche und ich mache das ja auch öffentlich auf X und in den anderen Social Media,
darauf hinzuweisen, dass meine Partei doch bitte erstmal analysieren sollte, mit wem sie es zu tun hat. Und es ist erklärtes Ziel, sowohl der AfD wie von BSW die CDU zu zerstören. Sarah Wagenknecht hat nicht den Hauch eines Interesses, dass eine Regierung, auch wenn sie da in einer Koalition dabei ist, unter CDU-Führung einen Erfolg verbuchen kann, der mit der CDU nach Hause geht. Das ist nicht ihr Interesse. Und das ist eben der Unterschied zu sonstigen Koalitionen. Da guckt natürlich auch erstmal jeder, was kann ich von meinem Programm durchsetzen. Aber damit es passt, sagt man, na gut, der andere muss das auch können. Und dann hat man der Basis, das schreibt man in den Koalitionsvertrag. Und dann fängt man hoffentlich harmonisch an zu arbeiten. So, das ist eben mit diesem, das ist da ausgeschlossen. Und zu der Frage Außenpolitik habe ich gerade schon was gesagt. Man könnte jetzt auch noch ganz viel sagen zu den Mitgliedern von BSW, zu auch Positionierung jetzt in dieser wichtigen Frage, wie erhöhen wir die Abschreckungsfähigkeit des Westens gegenüber Russland? Denn wenn Putin in der Ukraine Erfolg hat, wird er sich bestärkt fühlen und irgendwie weitermachen. Und das wird er nur dann nicht tun, wenn die westliche Verteidigungsbereitschaft und Abschreckungsfähigkeit ihn davon abhält. Das ist jedenfalls meine Analyse. Und dazu gehört auch, und dafür muss man dann sicherlich argumentieren, das könnte die Ampel noch ein bisschen mehr kommunizieren, aber dazu gehört eben auch die Stationierung von Mittelstreckenraketen als Antwort auf das, was Russland seit langem in Kaliningrad mit den Iskander-Raketen macht. So, und jetzt kann doch jeder ganz schnell sehen, dass Sarah Wagenknecht die Länder nutzen wird, um den Bund unter Druck, um auch die Bundesebene unter Druck zu setzen. Ihre ganze Strategie ist ja sowieso nicht darauf ausgerichtet, irgendwo Regierungsverantwortung zu übernehmen, sondern ähnlich wie bei der AfD, die will das eigentlich auch nicht, ist die Strategie darauf ausgelegt, das öffentliche Meinungsklima so zu verändern, dass dann es in diese politische Richtung rutscht. Das ist, glaube ich, die Strategie, und das haben andere Parteien, die einfach regieren wollen, die was umsetzen wollen, nicht verstanden. Die denken auch, das wollen AfD und BSW auch. Nee, so einfach ist es nicht. Haben Sie das Gefühl, in der CDU, die ja im Moment in einer großen Verantwortung steht, sowohl in den Ländern, aber vorausschauenderweise wahrscheinlich auch im Bund, in der nächsten Bundesregierung, haben Sie das Gefühl, das hat man verstanden? In Münster zum Beispiel, haben Sie das Gefühl, dass was da auch droht, auch an Machtkampf, den ich zum Beispiel vermute, ja, wenn man jetzt mit dem BSW oder noch schlimmer mit der AfD geht, beides ganz furchtbar, aber wenn das eine ist, dann noch ein bisschen schlimmer, dann wird es natürlich auch zu Verschiebungen und Machtfragen innerhalb der Union kommen, um auch vielleicht diese DNA der Union, das Staatstragende und das Verantwortungsvolle, ja, ein Stück weit zu retten vielleicht, oder? Also wir haben ja die Statik der alten Bundesrepublik durch zwei Volksparteien, eine links der Mitte, eine rechts der Mitte. Die SPD ist jetzt keine mehr, was ich sehr bedauere, und vielleicht kann man das noch mal ändern, aber im Moment sehe ich noch nicht, ob und wie schnell das gelingen kann. Und jetzt muss man, und da darf ich auch was Positives sagen, die CDU ist, verglichen auch mit anderen europäischen Ländern und der Situation von Konservativen oder Christdemokraten in diesen Ländern, noch diejenige, die stabil ist, etwa 30% der Stimmen bekommt. Da können die Gaullisten in Frankreich oder die Christdemokraten in Italien nur von träumen, da sind die ganz weit von weg, weil das alles zerfallen ist. Und das ist eben auch so ein Punkt, weshalb Volksparteien eigentlich für die Stabilität einer Demokratie so wichtig sind, denn sie decken doch ein breiteres Spektrum ab und müssen das schon mal integrieren in eine konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Und deshalb, Sie sprechen jetzt die Frage an, kann es die CDU zerreißen? Ja, ich fürchte, auch dieser Punkt wird jetzt im Augenblick zu wenig gesehen. Also man sagt jetzt, natürlich muss Thüringen eine Regierung haben. Und wir dürfen die nicht der AfD überlassen. Alles richtig. Aber wenn die CDU darüber in so eine Zerreißprobe käme, und die Sorge kann man schon haben, dass es nachher sozusagen auf die Bundesebene durchschlägt, dann weiß ich nicht, welches Risiko größer ist. Ich habe
mich jetzt auch öffne. Ich habe das lange hin und her überlegt, weil das ist keine einfache Sache. Aber so wie die Zahlen jetzt in Thüringen sind, würde ich meiner Partei empfehlen zu sagen, erstens, wir können eine Regierung nur bilden, wenn wir uns auf eine demokratische Mehrheit im Parlament stützen können. Das hat der Wähler nicht so entschieden. Der Wähler hat entschieden, dass gegen AfD und BSW im Grunde nichts geht. Deshalb gehen wir in die Opposition. Punkt. Da wäre die Überraschung groß. Und man würde dann sehen, wie es in Thüringen weitergeht. Nicht auszuschließen, dass es zu irgendeiner Zusammenarbeit zwischen AfD und BSW kommt. Und ich sehe das überhaupt nicht als Bagatelle, damit ich nicht missverstanden werde. Das wären für Thüringen ziemlich schreckliche 5 Jahre. Aber erstens, in 5 Jahren könnte man diese Regierung wieder loswerden, denn das wird eine Landesregierung nicht schaffen, in dieser Zeit die Mechanismen so zu verändern, wie Orbán das in Ungarn gemacht hat. Das wird nicht klappen. Aber die Aufräumarbeiten würden sicherlich ziemlich lange dauern, wie man in Polen das Aufräumen nach der PiS-Regierung, da kann man das ja sehen. Und es würde wahrscheinlich auch nicht folgenlos für die Bundespolitik bleiben. Das, was Björn Höcke immer angekündigt hat, was er als erstes machen will, ist den Rundfunkstaatsvertrag auflösen. Ja. Und das wäre schon etwas, was die Republik ziemlich in Atem halten würde. Aber ich habe die Sorge, dass das Narrativ der AfD immer stärker aufgeht, so nach dem Motto, die sind alle gegen uns. Und wenn wir das machen könnten, dann wäre das und das und das, was uns jetzt alle wütend macht und so, das wäre nachher alles besser. Und es wäre natürlich auch mit großen Risiken verbunden, wenn die CDU sich jetzt in Thüringen so verhalten würde. Keine Sorge, sie wird sich nicht so verhalten, aber wenn sie sich so verhielte. Aber in der Abwägung der Risiken halte ich das, was ich empfehle, für besser. Ich kann das sehr nachvollziehen. Ich glaube auch, es gibt da überhaupt gar keine einfache Lösung. Ich glaube, man darf auch das strategische Geschick, ich würde nicht sagen die Brillanz oder sozusagen das Genie, was manche ihm da angedichtet haben, von Björn Höcke und seinen Beratern, außer Acht lassen. Ich rechne fest damit, dass er schnell eine Ministerpräsidentenwahl anberaumen wird und dann werden die Fragen sozusagen noch zusammenarbeiten, untereinander noch einmal ganz anders gestellt werden. Also da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel Bewegung drin, genau wie in Sachsen. Und es gibt, würde ich sagen, keine einfachen Lösungen. Man hat sich einfach sehr, sehr lange dort in diese Situation hineingeritten und daran haben sicherlich sehr viele Menschen, durchaus auch die CDU, weil sie diese Bundesländer lange dominiert hat auch und mit dazu beigetragen. Und ich glaube schon auch die westdeutsche CDU ein Stück weit oder auch überhaupt die westdeutsche Politik, die sich dafür ganz lange nicht richtig interessiert hat, was dort eigentlich droht und was da auf uns zukommt. Wir haben beide ein besonderes Verhältnis zu Bautzen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie sind dort aufgewachsen, ich bin ganz oft da. Das liegt einfach daran, dass in diesen schwierigen Zeiten Bautzen gilt so schon lange als die rechteste Stadt Deutschlands oder zumindest, jetzt gibt es ein paar Konkurrenzstädte, aber lange hat Bautzen das sehr angeführt und auch bei der jetzigen Wahl, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, die Ergebnisse der vier, fünf Landkreise, die Bautzen umfassen, liegen alle zwischen 40% und 50%, also nicht ganz die 50 geknackt, aber 49 kommen, also schon. Die Freien Sachsen noch dazu. Die Freien Sachsen kommen dazu. Also definitiv eine rechtsextreme Dominanz. Bei den Jugendwahlen vorher gab es zum Teil in manchen Schulklassen Wahlergebnisse von 75% für die AfD, häufig 50%. Das ist eine besondere Gesellschaft, von der ich schon glaube, dass das für uns glücklicherweise hier in Berlin für viele nicht vorstellbar ist, in Westdeutschland auch kaum vorstellbar, auch was das eben im Alltag bedeutet. Und dazu kommt auch, und jetzt muss ich doch wieder zur CDU kommen, es tut mir leid, Herr Polenz, aber Sie sind natürlich hier jetzt sozusagen in die linke Höhle gegangen, da muss ich Sie ein bisschen grillen. Es gibt einen Landrat, Udo Witschers, auch von der CDU, seit sehr vielen Jahren, der sich eben dort ganz, ganz offen für eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremen zeigt. Das galt sogar schon früher für die NPD.
und der das seit vielen Jahren betreibt und zumindest so auch beweist, dass mit dieser Offenheit der Zusammenarbeit man die Rechtsextremen nicht klein kriegt. Also das ist schon mal bewiesen. Trotzdem ist natürlich die Frage, was mich immer wieder interessiert, wie blickt man zum Beispiel, Sie waren ja dran, also an diesen Entwicklungen, auch mit Angela Merkel im Bundestag. Und diese Entwicklungen sind ja lange. Die sind ja jetzt nicht vom Himmel gefallen. Das haben wir alle schon gesehen. Wie hat man darüber gesprochen, wie man zum Beispiel mit solchen Parteimitgliedern, mit solchen Funktionären und auch Amtsinhabern umgeht und wie man ja in der eigenen Partei, das ist ja eine Frage für all unsere demokratischen Parteien, wie gehen wir damit um und wie können wir das vielleicht auch verhindern? Also ich habe mich seit der Gründung der AfD mit ihrer Strategie beschäftigt und das auch verfolgt. Und anders als viele bin ich nicht der Meinung, dass die AfD in ihrer Gründungsphase, dass man das hätte gar nicht absehen können. Sondern es war von vornherein, es war zwar eine Mobilisierung gegen die Art der Euro-Rettung, mit der sie gestartet ist, aber von vornherein mit sehr europakritischen Tönen darüber hinaus und auch mit einer Tendenz, das Ausländerthema zu besetzen und die Türen nach rechts ganz weit aufzumachen. Also wenn Sie frühe Lucke-Reden sich nochmal anschauen, dann wird das deutlich. Und deshalb war ich von Anfang an der Meinung, da wächst jetzt nicht irgendwie vielleicht noch ein Koalitionspartner für die CDU ran, sondern das ist eine Partei, die müssen wir bekämpfen, dass sie möglichst gar nicht erst groß wird. Und deshalb habe ich, und das würde ich auch heute noch empfehlen, als Grundstrategie, sie auszugrenzen. Also ich fand es richtig, dass mein Freund Thomas Sternberg es durchgesetzt hat, dass der AfD-Vertreter nicht auf dem Katholikentag war. Natürlich müssen sie in Parlamenten ihre geschäftsordnungsmäßigen Rechte bekommen. Das ist nicht, das meine ich damit nicht. Aber alles, was geht, um den Unterschied zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Parteien deutlich zu machen, sollte man tun. Jetzt gleich noch mal kleine Exkurs in Klammern. Deshalb sollte auch niemand in einer demokratischen Partei so reden wie jemand von der AfD, Klammer auf, Klammer zu. Auch nicht von der Tonlage her. Und ja gut, ich verkneife mir jetzt eine Anmerkung zu Gilamos. Also, da kommen wir bestimmt noch hin. Ja. Also das ist brandgefährlich, weil das bringt alles sozusagen Sauerstoff an die Flammen, die AfD entzündet. Und für die Partei habe ich auch relativ früh darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit dieser sogenannten Werteunion eine Partei in der Partei organisiert, unter der Überschrift, wir sind jetzt die Konservativen, die unter Merkel da, es ging ja zu Merkels Zeiten los damit, nicht mehr so richtig zu Wort kommen. Und nun hat die CDU eine breite Aufstellung und wir haben von Dräger bis Blüm, also wir haben immer eine große Bandbreite gehabt, aber auch innerhalb der Vereinigung war das so. Was jetzt stattgefunden hat, war was Neues, das hat die Parteiführung erstmal nicht verstanden, dass ich nämlich innerhalb der CDU jetzt nicht Vereinigungen bilden wie Frauenunion, Seniorenunion, Junge Union oder Mittelstand quer über politische Strömung, liberal, sozial, konservativ, sondern dass sich Konservative oder die sich so verstehen mit einer ganz bestimmten Form des Verständnisses von konservativ organisatorisch zusammenschließen mit eigener Kasse, mit eigenem Vorstand, mit eigenem Landesvorstand, mit eigener Organisation, im Grunde Partei in der Partei. Das war gegen die Prinzipien unserer Volkspartei gerichtet. Und es war erkennbar, wie die Absichten waren. So, und ich habe lange, wirklich sehr, sehr lange öffentlich dafür geworben, endlich mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss zu fassen. Das ist nicht erfolgt und Sie haben ja vielleicht dann alle am Ende gesehen, was mit Herrn Maaßen als dem dann später exponierten Vertreter dieser Werteunion passiert ist und wo die jetzt gelandet sind. Das war auch alles vorhersehbar. Und jetzt komme ich zu Herrn Witschers und solchen Leuten. Auch da kann man, es ist ein altes Dingen, wenn man den Anfängen nicht wehrt, wachsen sie einem über den Kopf. Und wenn ich sehr zu Beginn auch mal sehr deutlich für alle zeige, was die Konsequenzen sind, dann halten sich andere vielleicht auch zurück. Und es ist in zwei, drei Fällen mal bei Kreisverbänden ist interveniert worden in Westdeutschland. Rheinland-Pfalz war, glaube ich, mal so ein Beispiel, wo
wo dann auch gesagt wurde, also wenn er das jetzt nicht sofort beendet, dann fliegt ihr raus. Aber in Ostdeutschland ist es eben, ich verfolge das ja auf X, wo immer wieder Hinweise kommen und in der Kommune und da und dort. Und da passiert offensichtlich nichts. Und dann hilft es auch nicht, wenn man sich hinstellt und sagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Und das wird auch in Thüringen und in Sachsen jetzt auf Landesebene nicht passieren. Richtig. Da war vielleicht auch ein Fehler, dass die anderen Parteien uns immer unterstellt haben, das könntet ihr vielleicht doch machen. Das fand ich auch nicht so klug. Aber das muss man dann auch in allen Ebenen durchhalten. Und das ist dann eine Führungsaufgabe. Vom Ortsvorstand, vom Kreisverband, vom Bezirksverband, vom Landesverband. Und wenn das alle nicht klappt, muss der Bundesverband die irgendwie mal dazu anstupsen. Und es hat ja damals den bekannten Versuch von Frau Kramp-Karrenbauer gegeben. Dass es nicht so geschickt war, selber nach Thüringen zu fahren, statt die Herrschaften nach Berlin zu bitten, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein ziemlicher Anfängerfehler gewesen. Aber ob es geholfen hätte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls hätten sie eigentlich dem Präsidium gegenüber sich rechtfertigen müssen und nicht Frau Kramp-Karrenbauer fährt da alleine und sitzt da irgendwie 10 Leuten gegenüber, die ja alle sagen, du hast keine Ahnung. Ja, das war natürlich auch in einer Situation, das kennen wir aus der SPD sehr gut, wenn viele die Chance wittern, vielleicht auch daran, eine Parteivorsitzende scheitern zu lassen, dann ist das was aus der eigenen Partei dann natürlich befördert wird und auch genutzt wird. Da sind sicherlich das ist hochkomplex. Ich saß gestern mit Mike Moring zusammen auf einer Bühne und habe sozusagen das volle Thüringen-Paket bekommen, aus CDU-Sicht. Insofern einerseits spannend, andererseits auch wirklich zum Teil zum Verzweifeln. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob wir uns da auch gerade in den Volksparteien nicht ganz ehrlich gemacht haben. Weil in der SPD hatten wir ja zum Beispiel auch diesen Moment, Sie haben es vorhin angesprochen, mit Sarrazin, wo klar war, okay, der kommt aus der SPD, der schreibt das natürlich auch, um seiner eigenen Partei ans Bein zu pinkeln, sodass diese Motivation gibt es ja durchaus. Und sich dann auch natürlich, das ist auch ganz interessant, in dem Moment, wo er ausgetreten wurde, wurde er dann auch nicht mehr so viel eingeladen. Also das ist schon auch so natürlich, dass das eine besondere Attraktivität hat, dass dann einer so querschlägt. Gleichzeitig muss man sagen, ich erinnere mich gut, weil Sarrazin war Mitglied im Kreisverband Charlottenburg, wo ich auch Mitglied bin. Und dass es gar nicht so einfach war, immer zu sagen, wir machen dieses Ausschlussverfahren. Und zwar nicht nur, weil er natürlich sehr gute Anwälte hat. Und das ist immer ein Problem für Parteien, dann Leute rauszukriegen, die ein bisschen Kapital dahinter haben. Aber schon auch, weil eigentlich durchaus sichtbar wurde, naja, es gibt schon auch in unseren Volksparteien Anschluss an solches Gedankengut. Es gibt da schon auch Dinge, die wir vielleicht mal miteinander klären müssten. Und das ist ja auch bei der CDU, Sie haben das vorhin gesagt, das ist sicherlich, haben Sie ein Stück weit recht, dass man der CDU das immer wieder unterstellt, aber sie hat ja auch oft genug, gerade eben, Gela Muss wurde angesprochen, mit einer Rhetorik geliebäugelt, mit auch einer Abschaffung bestimmter Gesetze. Also ich erinnere jetzt mal zum Beispiel an Friedrich Merz, der kürzlich bei Lanz gesagt hat, naja, vielleicht lassen wir die Flüchtlinge, die aus den anderen europäischen Ländern kommen, mal an der Grenze stehen. Wo ich, also das ist nicht das wortwörtliche Zitat, aber inhaltlich. Und jetzt eben Markus Söder damit liebäugelt, dass man doch nicht mehr die Gerichte entscheiden lässt, ob Flüchtlinge hier sind, sondern das deutsche Volk, das mal wieder entscheidet, wer hier drin bleiben darf und wer rauskommt. Das ist natürlich auch eine Rhetorik, wo man sagen kann, da liegt der Verdacht, dass man es vielleicht doch irgendwann probieren könnte, ja durchaus auch nahe. Und vielleicht haben wir da auch ein bisschen was miteinander aufzuräumen. Also sowohl in der großen Volkspartei SPD, zumindest von der Mitgliederzahl noch, als auch in der CDU. Ja, also das Thema Migration ist ja ein Jahrhundertthema. Hängt mit der Globalisierung zusammen, hängt mit Nord-Süd-globalen Ungerechtigkeiten zusammen, wird in Zukunft noch stärker mit dem Klimawandel zusammenhängen, hängt mit Bad Governance in vielen Ländern zusammen, wo die Menschen weggehen, mit Kriegen, Bürgerkriegen. Also ganz, ganz viele Punkte, die man da zu beachten hat. Und wir haben jetzt diese Debatte immer mehr verengt. Und das Erste, was wir, glaube ich, tun müssten, ist, die Zielkonflikte
und die Komplexität überhaupt erstmal wieder aufzublättern, damit die Menschen überhaupt merken, also diese einfache Fingerschnipslösung gibt es nicht. Dass wir eine Möglichkeit finden müssen, die Zuwanderung nach Europa zu kontrollieren, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist, wie das gehen kann. Das könnten wir jetzt weiter überlegen. Da spielen Grenzkontrollen, da spielen Asylverfahren in der Nähe der Grenze eine Rolle, etc. etc. Und wir sollten eben auch immer im Blick haben und das auch immer dazu sagen, dass wir uns nicht von der Europäischen Menschenrechtskonvention verabschieden wollen. Also die Debatte ist ja inzwischen, das kommt als Argument ja gar nicht mehr vor. Und deshalb muss man das laut sagen und ich finde gerade als eine Partei mit dem C im Namen geht das gar nicht anders. So, und dann haben wir Dinge, die wirklich nicht gut funktionieren. An die muss man ran, aber es hat halt eine europäische Dimension, das muss man auch immer wieder sagen. Wenn jetzt über Grenzkontrollen geredet wird und man meint dann, Deutschland soll das, wo wir selber die sozusagen Möglichkeiten hätten, dann halt auch tun, dann bedeutet das ja ein Ende des Schengen-Raumes. Das klingt jetzt so technisch, aber ich sage Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Die Pendlerverflechtung zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden sind gigantisch. Da fahren Hunderttausende jeden Tag hin und her über die Grenze. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da muss jetzt kontrolliert werden, weil sonst kann ich ja nicht gucken, darf der rein, darf der nicht rein, dann hat das große Auswirkungen. Und wenn es nur die ist, dass diejenigen, die zur Arbeit in die Niederlande oder umgekehrt müssen, dann morgens eine Stunde eher aufstehen müssen. Wir haben das ja eigentlich vor relativ kurzem alle erlebt, während der Corona-Pandemie, was für Auswirkungen das hat auf den Handel, auf die Arbeitskräfte und so weiter. Das ist ja gar nicht lange her. Ja, das ist aber auch der Grund, weshalb NRW die Grenzen nicht zugemacht hat, im Unterschied zu anderen Ländern mit Außengrenzen. Weil in Nordrhein-Westfalen, CDU regiert, mit den Grünen zusammen, war klar, das ist nicht der richtige Schritt. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, das ist immer die Schwierigkeit, die sind diffus, aber deshalb kann man nicht sagen, wenn du das machst, dann schneidest du dich da gleich ins eigene Fleisch, aber man kann es eigentlich schon erklären. So, also in dem Moment, wo man verstanden hätte, es geht nur europäisch, jedenfalls im Grund, wäre man auch schon einen Schritt weiter. Und denn dann wäre irgendwie auch klar, man muss den Ländern mit Außengrenzen helfen. Die müssen sich auch helfen lassen und nicht sagen, Nationalstaat, wir wollen eure Polizei da gar nicht bei uns haben. Das ist ja auch ein Punkt, wenn man da mal näher schaut, woran es dann hapert. Und man darf das Thema auch nicht größer reden, als es ist. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Natürlich haben wir Probleme mit Integration etc. etc. Aber sie sind jetzt nicht die Mutter aller Probleme, wie Seehofer mal gesagt hat, oder wie wir jetzt langsam von allen Parteien hören. So nach dem Motto, wir hätten auch keinen Lehrermangel, weil dann hätten wir ja mehr Geld, wenn wir das nicht für Migration brauchen. Ein Wohnungsmangel, alles so. Nicht, die Bahn würde fahren. Genau, also man darf das Thema auch jetzt nicht größer reden. Vor allen Dingen ist es gefährlich, wenn man sich jetzt nur auf ein Thema konzentriert und andere wichtige Themen fallen dann quasi hinten runter. Und jetzt nochmal unter taktischen oder so Gesichtspunkten. Man lernt ja ganz früh, wenn man sich parteipolitisch engagiert und man hat einen Wahlkampf vor sich. Den Wahlkampf gewinnt der, dessen Themen diskutiert werden. Also das Fachwort heißt Agenda-Setting. So. Ja, wessen Thema, also wem ist denn das Migrationsthema vor allen Dingen zugeordnet? Und wie bescheuert sind denn die anderen Parteien, dass sie es nicht schaffen, deutlich zu machen, dass wir ganz viele andere auch sehr wichtige Dinge haben zum Diskutieren. Als Außenpolitiker würde ich sagen, wir müssten eigentlich tatsächlich von morgens bis abends auch ein Stück weit über Russland reden. Und wenn man über Risiken und Sorgen und Ängste spricht, dann kann man also relativ schnell erklären, warum man da vielleicht doch besser nach Moskau guckt als ins nächste Flüchtlingsheim. Zumal das ja auch alles miteinander verbunden ist. Darüber können wir auch noch lange sprechen, über Russlands Rolle in unserer geflüchteten Situation. Ich würde trotzdem noch mal, ich würde gerne mit Ihnen noch sehr, sehr viel länger sprechen, aber einmal noch mal zu dem Buch kommen.
Und mache jetzt einfach einen relativ harten Übergang. Nein, wir haben natürlich alle, was wir vorhin auch schon gesagt haben, es ist ein bisschen lähmend, die Situation. Es ist zumindest für mich auch manchmal so, dass ich denke, oh Gott, ey, ich will nicht mehr. So, ich habe auch so, ja, manchmal Motivationsprobleme, wenn man schon denkt, da wählen die so eine Scheiße. Und was sollen wir jetzt damit anfangen? Und wo ist die Verantwortung? Und warum wird so wenig auf das gesehen, was wir haben, anstatt nur auf diese Zerstörungswut? Und da haben Sie ein Buch geschrieben, Tu was. Und das ist durchaus auch meine Erfahrung, dass etwas tun ein bisschen aus diesem Schock, auch aus dieser Depression herausführt. Und ich würde tatsächlich, weil wir jetzt eben noch ein bisschen Zeit haben für das Buch, einfach mal, Sie haben ja eine Anleitung gegeben in dem Buch, sozusagen, was man machen kann. Und diese ist auch als Kapitelüberschriften sind die da. Sie wissen jetzt also, selbst wenn Sie es nicht kaufen, was ich Ihnen natürlich trotzdem sehr empfehle, sofort, was Sie tun müssen, wenn ich das jetzt vorlese. Und über vielleicht ein, zwei Punkte können wir dann noch sprechen. Zeigen Sie Zivilcourage im Alltag. Werden Sie ein politischer Influencer? Schreiben Sie Leserbriefe. Seien Sie gut informiert, gehen Sie wählen, demonstrieren Sie mit, stellen Sie mit Gleichgesinnten etwas auf die Beine, engagieren Sie sich in der Nachbarschaft und Gemeinde, spenden Sie Geld, bestimmen Sie mit, treten Sie in eine politische Partei ein und bedanken Sie sich. Welcher Punkt ist der wichtigste? Womit fängt man an? Ich glaube, die stehen irgendwie nebeneinander, sind nicht priorisiert. Es kommt eben drauf an, oder mir kam es drauf an, zu zeigen, man kann was machen. Und in dem Teil davor versuche ich ja aufzugreifen, oder ist das ja so, dass ich sage, machen wir uns doch mal eben bewusst, was wir an unserer Demokratie haben. Es gibt 21 auf der Welt, mehr nicht, von 198 Staaten. Und es ist einfach die Staatsform, die es uns allen ermöglicht, die 80 Jahre oder wie viel wir auch zu leben haben, so zu gestalten, dass wir das eigentlich jetzt von den politischen Rahmenbedingungen her ganz gut hinbekommen können. Und in den Diskussionen im Netz, wenn dann mal wieder alles ganz schrecklich ist, frage ich dann manchmal so kurz zurück, nennen Sie mir doch mal 10 Länder auf der Welt, wo Sie lieber leben würden. Und das hat noch keiner geschafft. Und es ist auch nicht verwunderlich, weil es gibt so Untersuchungen über Lebensqualität, da liegt Deutschland immer so unter den ersten 10. Das Zweite, ich glaube, man muss tatsächlich noch mal erklären, wie unsere Demokratie funktioniert. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass es Einspruchsgesetze und Zustimmungsgesetze gibt, was man so und ein Parlament und eine Regierung, so wie man das in der Schule lernt, sondern ich habe versucht, vor allen Dingen auch über die Voraussetzungen zu sprechen, die, Böckenförde gesagt hat, die erfüllt sein müssen und die Demokratie selber nicht schaffen kann, weil sie lebensnotwendig sind, dass die Demokratie funktioniert. Und Böckenförde hat damit gemeint, das soziale Kapital, was in einer Gesellschaft immer wieder neu erworben werden muss, durch Zusammenarbeit, durch Austausch, auch durch Engagement. Und auch das Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Und dann habe ich darüber gesprochen und dann habe ich nochmal erklärt, warum zum Beispiel dieser Satz, den Sie dauernd lesen können, die AfD ist doch demokratisch gewählt, was hast du eigentlich? Nochmal zu erklären, dass das nicht heißt, dass es auch eine demokratische Partei ist. Einfach weil man nicht wie eine Straftat, wenn jemand klaut, Fahrrad in Münster, ist klar, muss die Polizei das verfolgen, macht sie auch. Eine Partei muss nicht verboten werden und deshalb gilt dann eben dieser Umkehrschluss nicht. Also solche Punkte, wo ich im Netz das Gefühl hatte, das wird immer wieder diskutiert und missverstanden, habe ich auch nochmal versucht zu erklären. Und dann habe ich über die Feinde der Demokratie gesprochen, von außen und von innen. Und sie zielen eben, und wenn man davon spricht, unsere Demokratie ist gefährdet, dann haben, glaube ich, viele das Gefühl, naja, also Panzer vorm Reichstag habe ich noch nicht gesehen. Ne? Aber das ist nicht der Punkt. Es gibt viele gute Bücher, wie Demokratien sterben, fällt mir jetzt gerade als Titel ein von Ziblatt, die sehr schön schildern, dass das heute anders funktioniert, dass das auch durch Wahlen funktionieren kann. Und wir haben das ja in Ungarn und in Polen gesehen. Und wenn Trump wieder dran käme, könnten wir es möglicherweise dann auch in den USA beobachten.
Und das zielt immer auf sozusagen Vertrauensfragen. Und mein Bild dafür ist, die Demokratie ist wie so ein Schiff. Wir bewegen uns an Deck, streiten da, machen die Arbeit, wie auch immer. Und das Vertrauen, das ist unter der Wasserlinie. Das hält das Schiff sozusagen vom Sinken ab. Und die AfD und auch die Feinde von außen bohren unser Schiff von unter der Wasserlinie an. Und das ist deshalb so gefährlich, weil man es eben nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn ich das vielleicht jetzt noch sagen darf, auch wenn es ein kleines bisschen länger wird, eine Zahl, die mich wirklich, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, alarmiert hat, ist, dass in Deutschland jeder Fünfte glaubt und jede Fünfte, das will ich jetzt mal bewusst auch gendern, die Presse belüge uns systematisch. Das heißt nicht, da steht mal was Verkehrtes drin oder da ist mal eine Falschmeldung, sondern absichtlich und systematisch. Und das ist, glaube ich, auch mit einer Frucht dieser Lügenpressenkampagne, die seit Pegida betrieben wird. Und das ist deshalb so gefährlich, weil, wenn wir uns jetzt fragen, Sie sich fragen, was macht eigentlich unser Weltbild aus? Weshalb schätzen wir das, was jetzt so passiert, so ein, wie wir es einschätzen? Dann sind ja nur 3-5% persönliche Erfahrung. Der Rest ist medienvermittelt. Und wenn ich jetzt diesen Medien, aus denen ich mich informiere, gar nicht mehr glauben soll oder gar nicht mehr glaube, dann habe ich ja keine Orientierung mehr. Und das ist so ein bisschen, das Bild verwende ich auch, wie Nebel im Kopf. Und man kann sich bei Nebel schwerer orientieren als bei Nacht. Und was macht man, weil man da ja nicht alleine bleiben will? Man spitzt die Ohren und sperrt die Augen weit auf, ob man was hört oder ob man irgendwo ein Licht sieht, wo man dann hin kann. Und dann sieht man als erstes den grellsten Scheinwerfer und hört als erstes den lautesten Schreihals. Und dann kommen wir bei der AfD und bei Trump raus. Und deshalb ist das genau diese Strategie. Warum ist das das grellste Licht und das lauteste Getöse? Weil dort auf die Orientierungsfragen, die wir haben, wie machen wir das mit Migration, wie machen wir das da, wie machen wir das da, pauschale, einfache Schwarz-Weiß-Antworten gegeben. Wir, die, Freund, Feind, die da oben, wir da unten. Und dieser Prozess ist voll im Gang. Und Sie merken das eben sehr massiv in den Diskussionen in Social Media. Jetzt ist das nicht die Gesellschaft, das weiß ich auch. Aber Social Media wirken ein bisschen wie so ein Durchlauferhitzer für die öffentliche Meinung. Kann man wörtlich nehmen, also es ist auch hitzig. Aber wer diese alten Wasserwarmbereitungsgeräte noch kennt, die da irgendwo so auf dem Waschbecken waren, der weiß, was ich meine. Es ist dann in der Fläche, wird es sozusagen davor gewärmt. Und deshalb ist eben auch dieser Vorschlag, wie man das auf Social Media machen kann, wichtig. Aber ich finde auch den ich am Schluss gemacht habe, weil mit dem können Sie sofort anfangen. Wir haben ja gesagt, wir gehen heute nicht irgendwie nach Hause, so nach dem Motto, die anderen sollen mal. Und die Chance möchte ich jetzt natürlich auch ganz gerne nutzen. Der letzte Vorschlag, den ich gemacht habe, heißt, bedanken Sie sich. Das ist scheinbar völlig unpolitisch. Aber ich erkläre gleich, warum es auch eine große politische Wirkung hat. Also erstens hat man auch sofort, wenn man sich bedankt, und ich empfehle eben mal dem Polizeibeamten, an dem man vorbeigeht, im Vorbeigehen zu sagen, gut, dass du das hier machst oder dass Sie das hier machen, da aufpassen etc. Der Paketbote, der die Pakete bringt, der Mensch, der hinter der Kasse sitzt und sich Mühe gibt den ganzen Tag, dass das alles läuft. Also sich bedanken. Man kriegt sofort eine Belohnung zurück, weil mindestens wird gelächelt, wenn man sich bei jemandem bedankt hat. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt der politische Punkt. Nichts stärkt Zusammenhalt mehr, als sich zu bedanken. Und wir vermissen ja gerade gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die Strategie der Populisten zielt genau darauf ab, diesen Zusammenhalt zu stören und zu spalten. Also sich bedanken ist hochpolitisch. Und Sie können sofort damit anfangen. Sie können sofort damit anfangen. Und es ist, wissen Sie, ich hab da noch diesen alten westfälischen Spruch zitiert, der heißt, nichts gesagt ist gelobt genug.
Und das ist ja so die normale Haltung. Kannst du nicht meckern, sagt man in Berlin. Ja, oder so. Also bei uns aber nichts gesagt ist gelobt genug. Und das andere, wo ich auch sagen würde, auch das kann man sofort anfangen, ist Zivilcourage zeigen. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber nehmen Sie mal so eine Situation in der Betriebskantine beim Mittagessen. Jemand macht irgendwelche ausländerfeindlichen Sprüche. Und da haben Sie die Möglichkeit, wegzuhören, so zu tun, als hätten Sie es nicht gehört. Sie fangen ein Gespräch an über Hertha BSC oder über Fußball. Oder Sie widersprechen. Wenn Sie widersprechen, werden Sie feststellen, dass Sie Zustimmung bekommen. Dass andere dann auch den Mund aufmachen und sagen, das geht eigentlich so nicht, was du da gesagt hast. Denn Zivilcourage ist ansteckend. Wenn Sie nicht widersprechen, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, 3 Tage später legt der, der den ausländerfeindlichen Spruch gemacht hat, noch eine Schippe drauf, weil er das Gefühl gehabt hat, die haben ja alle zugestimmt. Ich würde Ihnen zustimmen für Münster. Ich habe im Bautzen Zweifel. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir eben doch schon, bevor wir es gleich nochmal öffnen, ich hatte gehofft, Sie sprechen das nicht an, aber ich muss Ihnen leider widersprechen jetzt. Gar nichts. Dass wir natürlich wirklich, also das, was ich vorhin gesagt habe, 40-50%, das ist auch meine Erfahrung aus der Gegend und auch die Erfahrung von vielen, die sich dort engagieren, dass eben tatsächlich Zivilcourage da nicht unbedingt nur zu einer Vergrößerung sozusagen der Engagierten führt, sondern auch zu einer realen Bedrohung von Leib und Leben. Und es ist vor allen Dingen auch manchmal natürlich dann die Frage, wie viel hält man aus? Also wenn man in einer Schulklasse sitzt, ne, in einer Elternversammlung, wo 50 oder mehr Prozent ihren Rechtsextremismus auch offen zur Schau stellen zum Teil. Ne? Das sehen wir ja auch immer mehr, das ist nicht mehr verborgen, das ist nicht mehr der Kommentar so mal beim Essen, sondern das ist schon sehr massiv und sehr selbstbewusst und jetzt natürlich auch nochmal befeuert. Und ich frage mich schon, wie kriegen wir das eigentlich, also wie kriegen wir diese Menschen, diese Landstriche unterstützt, auch wie übernimmt Politik dort die Verantwortung? Ne? Also gut, dass Sie auf diesen Unterschied hinweisen. Also wir haben in Münster die AfD unter 4%. Ja. Unter 4. Ich könnte erklären, wenn das interessiert, fragen Sie vielleicht nachher nach, woran das vor allen Dingen liegt. Und ich kann gut verstehen, dass der Tisch in der Betriebskantine in Bautzen anders aussieht als der bei uns oder in anderen Städten, wo die AfD nicht so dominant ist. Jetzt würde für meine These schon sprechen, oder ich könnte das Argument machen, wenn man früher damit angefangen hätte zu widersprechen, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, weil es ist auch eine Aufgabe tatsächlich von jedem und jeder, dazu beizutragen, dass es nicht zu so einer Entwicklung kommt. Und das Gefährliche, was wir jetzt eben in solchen Regionen wie der Oberlausitz oder anderswo sehen, ist, dass es jetzt nicht nur diejenigen gibt, die jetzt sich schon als Wählerinnen und Wähler oder auch Demonstranten oder so auf diese Seite gestellt haben, sondern es gibt jetzt eben auch dort natürlich den Teil der Menschen, und der ist in jeder Gesellschaft ziemlich groß, der sich erstmal raushält, der gleichgültig ist und irgendwie guckt. Und dieser Teil will zu großen Teilen bei der Mehrheit sein. Das heißt, man muss, wenn eine Situation erstmal so weit gekippt ist, wie wir das jetzt sehen, rutschen dann nochmal 10-20% sofort hinterher. Und dann wird es richtig schwierig. Und dann muss man sicherlich, und da, ich habe ja in Bautzen reden dürfen jetzt im Januar und da die, seitdem eben auch die Kontakte zu den tollen Initiativen dort gehalten, dann muss man sich sozusagen zusammenschließen, damit man nicht alleine bleibt. Also da ist die Situation schon fast umgekehrt. Ich glaube auch, dass diese Ansätze zu zeigen, dass Buntes, Vielfältiges, Tolerantes, Hilfsbereites, Gutgelauntes, dass es eigentlich den Menschen mehr entspricht als irgendwie Schimpfen und Wut und so, obwohl das auch eben starke Emotionen sind. Und deshalb brauchen diese Menschen auch Zuspruch. Und auch da, jeder von ihnen kann denen ein Stück weit helfen, indem er schaut, dass er ihnen im Netz folgt und sie liked und man einen freundlichen Kommentar gibt. Das wird dort gelesen, das stützt die auch. Also diese Möglichkeiten sind heute auch da und Solidarität eben auch auf diesem elektronischen Weg, wenn ich das mal so sagen darf, zu zeigen.
Aber es ist dann wirklich viel, viel schwerer. Und das ist ja eben die Kunst von Politik, dass es soweit eben möglichst gar nicht erst kommen soll. Denn wir sind nicht als Helden geboren. Und wenn man schon so viel Mut braucht, damit es überhaupt noch in die richtige Richtung geht, dann ist schon was nicht in Ordnung. Also es darf eigentlich diesen Mut nicht brauchen, sondern es muss eigentlich eher selbstverständlicher sein, dass man das so machen kann. Ich habe das, ich habe auch jetzt noch ein Kinderbuch geschrieben, das kommt nächstes Jahr raus, wo ich so 5- bis 7-Jährigen versuche, Demokratie zu erklären. Und da verwende ich eine Geschichte, die Sie vielleicht in anderem Kontext kennen, jetzt unter dieser politischen Maxime. Und die geht so, ein Indianer sitzt mit seinem Enkel und guckt übers Land und erzählt ihm, weißt du, jeder Mensch hat 2 Wölfe in seiner Brust, einen bösen und einen guten. Und der böse Wolf, der ist neidisch, missgünstig, wütend, nachtragend, und der gute Wolf ist hilfsbereit, freundlich und so weiter und so weiter. Er schmückt das noch ein bisschen aus und er sagt, und die beiden kämpfen miteinander. Und dann schildert er, wie die miteinander kämpfen und sich beißen. Und der Enkel kriegt immer größere Augen und sagt, ja, wer gewinnt? Und dann sagt er, der, den du fütterst. Der, den du fütterst. Und die AfD und BSW füttern den bösen Wolf in uns. Das ist eben auch einer der Gründe, weshalb sie Erfolg haben. Sie spielen schon auch auf Eigenschaften an, die jeder von uns ein Stück weit in sich trägt und die wir aber versuchen sollten zu zivilisieren, wo auch die Erziehung Eltern, Kinder versucht, das zurückzudrängen. Und es wäre eben auch Aufgabe verantwortlicher Politik, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, den guten Wolf zu füttern. Und wenn Sie das mal als Maßstab nehmen, das ist jetzt eine simple Kindergeschichte. Aber ich glaube, man kann sie ganz gut behalten. Und wenn Sie sich bei Reden, denen Sie zuhören von Politikern und Politikern, sich mal die Kontrollfrage stellen, welcher Wolf in mir wird denn jetzt gerade gefüttert? Dann ist das, finde ich, ein gutes Kriterium, um den Menschen zu beurteilen, der die Rede hält. Vielen Dank bis dahin. Und bevor Sie jetzt alle nach draußen stürmen, um sich fleißig zu bedanken bei den Menschen, die Ihnen begegnen, würde ich Sie bitten, ja, Ihre Fragen an Herrn Polenz, an uns beide zu stellen. Und wir würden gern von Ihnen hören, was Ihnen durch den Kopf geht in diesen Tagen. Es gibt ein Mikrofon, das wird dann rumgereicht. Hier vorne schon der Erste. Bruno Heidelberger, ich folge Ihnen auf Twitter oder X. Also einmal, ich war sehr schockiert über diesen Vorschlag der AfD und BSW, sozusagen das Feld zu überlassen. Ich habe mir vorgestellt, was ist, wenn die tatsächlich erfolgreich sind. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, Söder hat vorgeschlagen, dass er bereit ist, wenn er gerufen wird, also für die Kandidatur. Wie schätzen Sie die Lage innerhalb der CDU ein, inwiefern Söder tatsächlich eine Möglichkeit hätte? Also wie ist die Verfasstheit, die derzeitige Verfasstheit innerhalb der CDU? Wie stark sind die liberalen Kräfte, also die Kräfte, die Sie repräsentieren? Wie stark sind die anderen? Ist wahrscheinlich eine sehr schwere Frage, aber mich würde Ihr Urteil interessieren. Das Problem in der Union ist ja, dass es kein Verfahren gibt, wo man streitig, aber dann eben auch durch das Verfahren entscheiden könnte, wer Kanzlerkandidat wird. Wir können das nicht so machen wie die SPD mit Mitgliederumfragen. Dann würde nämlich die CSU sagen, wir sind doch eine eigenständige Partei und dann würden wir immer majorisiert oder so. Also bleibt es dabei. Und man hat ja nach dem Hickhack beim letzten Mal gesagt, wir wollen jetzt ein Verfahren verabreden. Das hat nicht geklappt. Habe ich auch gleich gesagt, ihr werdet keins finden, was wirklich dann befriedend wirken würde, wenn die Matadore das nicht selber auch so sehen. Es wird also darauf rauslaufen, dass jetzt zunächst einmal Friedrich Merz und Söder als die Parteivorsitzenden sich verständigen müssen.
wie die Union antritt. Und ich gehe davon aus, dass wenn Friedrich Merz antreten will, dass er dann auch derjenige ist, der von der Union nominiert wird. Er vertritt die weitaus größere Partei, er hat sie auch weit hinter sich, vor allen Dingen auch, wenn die Alternative Söder hieße. Und deshalb wäre meine Erwartung, wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden will, wird er es auch. Vielleicht noch ein Satz zu dieser, dass irgendwie AfD und BSW überlassen. Ich habe gesagt, die Risiken sind mir bewusst. Aber die Thüringer haben nun mal auch so gewählt. Sie haben so gewählt, dass sie BSW und AfD so stark gemacht haben, wie sie jetzt sind. Und wie bitte? Ja, es geht nachher aber ein Landesergebnis, ne? Und der Landtag ist halt so zusammengesetzt, wie er jetzt zusammengesetzt ist. Und also ich kann Sie beruhigen, es wird nicht so kommen. Aber ich habe große Sorge, dass die Nebenwirkungen der Thüringer Einigung, wann immer sie kommen wird, und wenn sie kommt, dann sieht ja wahrscheinlich so aus, dass Herr Vogt Ministerpräsident wird, dass die SPD und BSW da mit in irgendeiner Koalition sind, dann fehlt noch eine Stimme. Und da kann man dann entweder immer rätseln, kommt die jetzt gerade von der AfD oder von der Linkspartei, oder die Linkspartei hat vielleicht erklärt, im Zweifel tolerieren wir, wie auch immer. Aber die Konstellation, die ich geschildert habe, dass der zweitgrößte Koalitionspartner kein Interesse an einem Erfolg der CDU hat, wird sich natürlich bis zur Bundestagswahl auch bemerkbar machen. Denn das Ziel von Frau Wagenknecht ist ja vor allen Dingen, dass die CDU bei der Bundestagswahl geschwächt wird. Und das muss man eben sozusagen auf der anderen Seite auch sehen. Und dann sage ich, wir reden jetzt nicht über, also ich bin wirklich geschichtsbewusst, wir reden jetzt nicht über Deutschland Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Wir reden über ein Bundesland in einer gefestigten Demokratie, ein begrenztes, wenn Sie so wollen, Experiment oder ein begrenztes, eine begrenzte Erfahrung aus einer Wahl, die so war, wie sie gewesen ist. Und ich sage ja, wenn wir die gleichen Ergebnisse hätten auf dem Bund, dann würde ich wahrscheinlich anders argumentieren. Aber wissen Sie, jeder akzeptiert, wenn eine Partei sagt, ich kann mit einer anderen nicht zusammenarbeiten. Das passt irgendwie nicht. Warum soll die CDU das nicht auch sagen können? Warum soll die CDU sozusagen der Verdünner des Giftes von BSW werden? Um das mal als Bild zu nehmen. Wir sind kein Giftverdünner. Gibt es, ja, die Dame hier, ach, dann zuerst dort, danach bitte hier. Ja, guten Tag. Ich bin Sabine Horvath, folge Ihnen auch, Ihnen beiden. Und ich wollte nur sagen, ich habe heute Morgen ein Interview mit Thorsten Frey im Deutschlandfunk gehört, was mich komplett entsetzt hat. Der hat total formalistisch argumentiert. Er hat gesagt, es gibt diesen Beschluss, nicht mit der Linken zusammenzugehen, aber mit dem BSW gibt es so einen Beschluss nicht. Und das fand ich so absurd, also mit einem Bodo Ramelow nicht zusammenzugehen, aber mit einer Sarah Wagenknecht, bloß weil es nicht so einen Beschluss gibt. Also ja, und jetzt ist meine Frage, jenseits von Friedrich Merz, Herrn Lindemann und Thorsten Frey, was können Sie vielleicht noch sagen, wie die Diskussionen innerhalb der CDU, wo sind andere Stimmen, die anders argumentieren würden? Also jetzt, Ihre Stimme haben wir jetzt gehört und wir sind froh, dass sie da ist. Wir wissen aber auch, dass sie so ein bisschen nicht mehr so ganz aktiv dabei sind, also bei denen, die jetzt noch aktiv im Spiel sind. Vielen Dank. Also zunächst mal muss man jetzt zur Thüringer Situation schon auch noch daran erinnern, dass es selbst wenn die Union über diese Beschlüsse weggehen würde, was die Linkspartei angeht, mit Linkspartei und SPD nicht reichen würde. Ne? Also das ist das Ergebnis. Und gleichwohl haben Sie recht, finde ich, wenn man die inhaltlichen Kriterien nimmt,
die zu dem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei geführt haben. Dann bleibt eigentlich nur noch der formale Punkt, dass die Linkspartei in der Tat die zweimal umbenannte SED ist, also sozusagen nicht nur Rechtsnachfolgerin, sondern wahrscheinlich bis hin zu weiten Teilen des Parteivermögens ist das alles da geblieben. Ein beträchtlicher Teil des Personals von BSW hat die gleiche Parteizügigkeit bis vor kurzem gehabt. Sarah Wagenknecht, die diese Partei in einer Weise dominiert, die man sich gar nicht vorstellen kann. Nicht umsonst heißt die Partei so, die Hashtags sind so. Und also ist völlig auf diese Person fixiert, war Vorsitzende der Kommunistischen Plattform und hat eben bis vor kurzem alles das auch gesagt, woran sich die CDU zu Recht bei der Linkspartei gestört hat. Also der Jurist... Frage war ja jetzt, gibt es noch andere Stimmen sozusagen? Gibt es noch eine andere Richtung? Ich komme sofort. Ich wollte nur noch den Punkt noch sagen. Also ich teile diesen Punkt. Der Jurist würde sagen, dann muss es erst recht einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit BSW geben. Das wäre sozusagen die Argumentation, wie man juristisch argumentieren würde. Ich komme aus dem größten Landesverband der CDU, Nordrhein-Westfalen. Die CDU steht dort bei 40%. Sie steht dort in einer Koalition mit den Grünen, die gut zusammenarbeitet, sicherlich auch das eine oder andere wahrscheinlich mit Meinungsverschiedenheiten regeln muss, aber interessanterweise tut sie das eben nicht öffentlich. Und dadurch wird sie auch anders wahrgenommen, nämlich als eine Regierung, die sich vor allen Dingen um die Interessen des Landes kümmert und nicht so sehr sozusagen um das eigene parteipolitische Profil. Sie merken das auch, es ist ganz oft so, dass bei irgendwelchen Anlässen der Ministerpräsident, also Hendrik Wüst und seine Stellvertreter von Neubauer gemeinsam auftreten, dass sie sich auch auf X gemeinsam reposten. Und so stelle ich mir eine vernünftige Zusammenarbeit vor. Ich glaube, dass es auch in Schleswig-Holstein ähnlich gut funktioniert. Und wir werden jetzt sehen, wie das in Brandenburg weitergeht. Also ich glaube, man kann es auch anders. Und das ist eben in so einem großen Landesverband wie NRW auch mit einem anderen politischen Stil erfolgreich läuft. Das bleibt schon auch in den CDU-internen Diskussionen nicht verborgen. Und ich bin auch wirklich jetzt aus der Sicht von Wählerinnen und Wählern davon überzeugt, dass das die eigentliche Erwartung ist, die sie an die Politik haben. Sie sind nicht so wahnsinnig daran interessiert, ob der oder jener Vorschlag von dieser oder jener Partei kommt. Hauptsache, es bewegt sich was in den Punkten, wo sie sagen, da müsste sich was bewegen. Die Dame hier vorne. Ja, ich hab... Sie müssen das Mikro nehmen wegen des Streams. Ich habe nicht so wirklich richtig verstanden, weshalb Sie die Länderpolitik weniger relevant finden als die Bundespolitik, so in den Äußerungen jetzt zu BSW und AfD. Weil ich der Meinung bin, dass es genau eine Strategie ist der rechtsextremistischen Partei, zunächst mal Länderparlamente zu besetzen, also klimapolitische Projekte gerade im Osten zu torpedieren, indem man zum Beispiel auch in die Aufsichtsräte von Sparkassen, die das finanzieren müssen, geht und, in Ausschüsse geht und diese Ausschüsse dominiert, sodass irgendwann in den Ländern, in den Ausschüssen, die Gesetze umsetzen wollen, natürlich Bundespolitik, die Beschlüsse der Grünen, der Regierung umsetzen sollen in den Länderparlamenten, dass da Leute sitzen, die eigentlich gegen Klimapolitik sind, gegen die Transformation, gegen die wirtschaftliche Transformation. Und das ist doch wichtig. Also was jetzt passiert, das ist doch nicht irgendwie banal. Das ist doch, es geht peu à peu und das geht jetzt seit fast 20 Jahren, schieben sich diese Leute immer weiter in die aktive Politik und bestimmen auch und setzen außer Kraft, was zum demokratischen Fundament gehört, auch wirtschaftlich. Das finde ich viel gravierender als das, was Sie sagen. Das hört sich alles sehr schön an, fast, so
mit moralischen Appell, man soll sich bedanken im Alltag und so, das finde ich auch banal. Also das ist für mich nicht der Begriff, wie ich Bürgerin sein kann in einer Demokratie. Das ist schon ein bisschen ambivalenter, wie ich mit meinen Pflichten und mit meinen Rechten umgehe. Und dass ich bisweilen Pflichten habe, ohne dafür Rechte zu kassieren, das gehört auch zum Fundament einer Demokratie. Und nicht nur, dass ich mich mal bedanke. Also vielen Dank, dass Sie die Frage stellen, denn dann hätte ich mich sehr missverständlich ausgedrückt. Ich rede zum Beispiel regelmäßig darüber, dass es völlig falsch ist zu glauben, auf kommunaler Ebene könne man mit diesen Parteien zusammenarbeiten, weil da ginge es nur um Zebrastreifen oder Einbahnstraßen. Also das wäre jetzt auch wieder das Beispiel aus der Oberlausitz, wo eben jetzt die AfD-Mehrheiten bestimmte Begegnungsstätten für Jugendliche schließen, bestimmte Programme bekommen kein Geld mehr, etc., etc. Also da sind wir völlig einer Meinung. Ich habe mich da wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Und natürlich ist auch mein Argument, warum es auch auf Landesebene mit BSW nicht geht. Ich glaube aber, da habe ich vorhin eigentlich ziemlich viel dazu gesagt, weil natürlich Sarah Wagenknecht alles, was auf Länderebene passiert, sofort auf den Bund transferiert. Und das ist ihre Strategie. Dass ich jetzt für Thüringen separat diese Position einnehme, liegt eben daran, dass dann tatsächlich aus meiner Sicht die negativen Auswirkungen der Wahl auf die zurückfallen würden, und ich rechne mit negativen Auswirkungen, die gewählt haben. Ich konnte in Thüringen nicht wählen. Ja? Und zu zeigen, dass eine Wahl eben auch Konsequenzen hat und dass es Konsequenzen hat, wenn man eine radikale Partei wählt, das führt mich, das muss man nicht teilen, das teilen wahrscheinlich auch relativ wenig Leute, das verstehe ich schon. Aber dass man das alleine mal benennt als eine Möglichkeit, hilft vielleicht auch zu verstehen, dass es nun nicht sozusagen eine 0815-Entscheidung ist, es anders zu machen und den BSW jetzt in eine Landesregierung zu holen. So, und jetzt zu der Frage mit dem Engagement. Also bei Ihnen würde ich jetzt empfehlen, wenn Sie nicht schon in einer Partei sind, lesen Sie dieses Kapitel, das setzt dann schon eben ein größeres Engagement voraus. Oder schauen Sie, was sozusagen in Ihrer Nachbarschaft, wenn da Flüchtlingseinrichtungen sind, was man da tun kann, um da mal Nachbarschaftsinitiativen und die Menschen, die dort untergebracht sind, zusammenzubringen. Also ich mache in dem Buch Vorschläge unterschiedlichen zeitlichen und sonstigen Aufwands. Das wollte ich auch bewusst so machen. Um was es aber, glaube ich, im Kern geht, ist die Einsicht, dass Demokratie kein Zuschauersport ist. Und dieses Gefühl, ich habe ja meine Pflicht getan, wenn ich zur Wahl gegangen bin, ist schön, wenn man zur Wahl geht. Aber Demokratie erfordert eben schon noch etwas mehr Engagement von jedem und von jeder. Sonst funktioniert sie nicht. Und der Staat stützt sich eben auf eine Zivilgesellschaft. Und wenn diese Zivilgesellschaft nicht wirklich funktioniert in ihren vielen Facetten, die Zivilgesellschaft legt sowas wie so einen Freiheitsteppich über das Land, auf dem laufen nachher alle anderen rum. Aber wenn der Löcher hat oder wenn er an bestimmten Ecken ganz fehlt, dann wird es eng. Und das ist der Punkt, um den es mir hier vor allen Dingen geht. Meine Erfahrung ist aus ganz vielen auch Vorträgen und Diskussionen, dann analysiert man irgendwas, dann gehen Leute nach Hause, ja, die müssten das und die müssten das und die müssten das. Nein, man soll nach Hause gehen mit, ich kann jetzt das machen. Das ist der Punkt. Und wir hatten ja jetzt auch Demonstrationen, das war ein riesiges Hoffnungszeichen. Über 4 Millionen Menschen, 1200 Demonstrationen gegen diese Deportationspläne der AfD. Ohne politische Konsequenz. Ja, Moment. Es hatte schon Konsequenzen, glaube ich, weil gerade wenn man auch jetzt nochmal auf Bautzen kommt, ich glaube, diese Menschen haben auch viel Mut daraus gezogen, dass so viele eben doch auch so denken wie sie. Das war vorher nicht so sichtbar. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir auch überlegt, wahrscheinlich sind bei diesen 4 Millionen viele dabei gewesen, die waren zum ersten Mal bei so einer Demo. Und die fanden es hoffentlich gut. Und sie kommen nach Hause und sagen, also eigentlich müsste man ja noch mehr tun, als da nur einmal auf die Straße zu gehen.
Und auch für die habe ich das Buch geschrieben, was man dann eben mehr tun kann, als nur einmal auf die Straße zu gehen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich hatte das Gefühl, Sie sind sich eigentlich gar nicht so uneinig. Da hinten. Einhard Bieker, ich teile Ihre Auffassung, dass wir es weltweit und deshalb natürlich auch in Deutschland mit einer Gefährdung der Demokratien von rechts und links zu tun haben, von populistischen Parteien. Und in Deutschland sind das im Wesentlichen AfD und den teilen sicherlich auch das BSW, wenn man nur an die Russland-Ukraine-Problematik denkt. Ich widerspreche Ihnen aber in einem Punkt, und zwar für mich klang das so ein bisschen nach Äquivalenz zwischen AfD einerseits und BSW und linker Partei andererseits. Ich denke, dass die CDU gut beraten wäre, im Jahr, weiß ich nicht wie viel, nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken das mal zu überdenken. Denn bei den Linken hat es eine Entwicklung gegeben. Wir haben gerade in Thüringen, wenn wir darüber reden, einen Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten, der nun wirklich kein Linksausleger ist. Und da jetzt noch zu argumentieren, dass es oder auf den Unvereinbarkeitsbeschluss auf die Brandmauer nach links zu verweisen, halte ich für nicht besonders schlau. Was das BSW anbelangt, denke ich, müssen wir auch differenzieren. Natürlich ist das eine One-Woman-Show und eine Partei, die sehr streng, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, auch hierarchisch organisiert ist. Aber es sind ja doch nach allgemeiner Wahrnehmung jetzt Tendenzen auch zu erkennen, dass die Landesverbände, insbesondere der thüringische Landesverband, soweit ich das sehe, unter Katja Wolf, nicht unbedingt bester Freund des Bundesvorstands sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt im Rahmen der Koalitionsgespräche oder nachher Verhandlungen auch innerhalb des BSW Diskussionen geben wird, inwieweit die Bundesebene, insbesondere Frau Wagenknecht, sich da jetzt einmengt. Und das will sie ja offensichtlich nach den ersten Verlautbarungen. Das ist wahrscheinlich nicht im Sinne des thüringischen Landesverbands, denn die Ostverbände ticken da in allen Parteien anders, die Landesverbände. Also von daher denke ich, so eine Äquivalenz zwischen AfD einerseits und BSW und Linken herzustellen, ist vielleicht ein bisschen zu undifferenziert. Zumindest politisch wird es den Realitäten nicht gerecht, jetzt nach der Wahl. Und letztlich, das, was Sie gesagt haben, das teile ich, das wäre vielleicht wirklich mal zu überlegen, nach diesem Wahlergebnis in Thüringen, ob man da ist, ob es da nicht schlau sein könnte, da wirklich den beiden in Anführungszeichen Wahlgewinnern das Feld mal zu überlassen, um zu sehen, dass die auch nicht zusammenkommen werden. Wir sammeln mal die zweite Frage. Ich habe da gesehen, da gab es auch noch eine, oder? Dann können wir das ein bisschen zusammen. Ja, guten Tag, Jan Losemann. Ich folge Ihnen, Herr Pullenz, auch schon seit vielen Jahren, auch als Sie sich schon in den Bundestag, vom Bundestag auch in den Facebook-Ruhestand verabschiedet hatten. Ich stelle mir die Frage mal über die nächsten 5 Jahre hinaus, was können wir denn tun, um den AfD-Wählern den Weg zurück zu ermöglichen? Ich habe darüber noch nicht so viel gehört und ich frage mich immer so ein bisschen, sind denn auch auf der Seite der Leute, die den guten Wolf füttern, Fehler gemacht worden? Ja. Wo ist ein Spielraum, wo auch von der guten Seite, in Anführungszeichen, wir diesen Wählern entgegenkommen können, Kompromisse machen können? Wo sind da die Spielräume oder auch nur der Wille, überhaupt sich auf Kompromisse einzulassen? Ein Beispiel, immer gern mal wieder von mir erwähnt, Cancel Culture, ein Phänomen, über das auch viel geschrieben wurde, gerade im letzten Jahr. Und ich glaube, da gäbe es Spielräume. Ja, vielleicht, weil ich jetzt keinen Zettel habe, um mir ein Stichwort aufzuschreiben, zu dieser Äquidistanz. Ich stelle keine Äquidistanz her, da hätte ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe unterschiedliche Gründe, weshalb ich eine Zusammenarbeit mit der AfD für absolut unmöglich halte und eben auch eine mit dem BSW. Die sind unterschiedlich. Es kann sein, dass Sie recht haben und auch dafür könnte etwas sprechen, weil ja viele, die Sarah Wagenknecht ganz gut kennen, sagen, sie ist eigentlich nicht jemand, der einen Laden zusammenhalten kann und dass das dann irgendwie auch auseinanderfliegt. Das kann auch sein. Also wir können nicht in die Zukunft gucken. Aber ich halte, und da würde ich jetzt Ihnen noch mal widersprechen, wenn Sie das gemeint haben sollten, BSW nun für alles andere als eine linke Partei.
Also es ist eine Partei, die einen nationalistischen Ansatz in ganz vielen Punkten hat. Und das ist eigentlich eher nicht links, ne? Und was sie etwa zur Migrationspolitik sagt, das geht eben auch sozusagen bis in den AfD-Bereich. Insofern gibt es eben auch diese Überschneidung in der Russlandpolitik, in der Migrationspolitik mit der AfD. Und auch, ja, und aber ja, ich, klar kam der Einwand, ist richtig. Ich könnte jetzt auch noch den Spiegel-Cover mit Scholz ansprechen. Weiß jetzt auch jeder, was ich da meine. Also da muss jede Partei bei sich aufpassen, gar keine Frage. Aber ich hatte vorhin, glaube ich, begründen, also ich habe versucht zu begründen, warum ich das beim BSW auch so kritisch sehe. Jetzt die wirklich außerordentlich schwierige Frage, wie machen wir das denn mit oder was kann man denn da überhaupt machen? Die AfD hat ja die Strategie, dass eine Kritik an der Partei und an den Parteivorsitzenden sofort umgemünzt wird, als gelte die Kritik den Wählerinnen und Wählern. Und dann fühlen die sich ungerecht angegriffen, weil sie sagen, ich bin doch kein Nazi. Und ich habe die doch aus, was weiß ich, welchen Gründen gewählt. Aber bitte. Und den Mechanismus muss man im Hinterkopf behalten, wenn man überlegt, wie komme ich denn da jetzt ran. Es kann ganz gut sein, dass eine bessere Kontrolle des Leib- und Magenthemas, nämlich wer kommt nach Deutschland, ein Teil der Menschen, die jetzt deshalb da hingegangen sind, zu einem Überlegen bringt. Ich bin mir da nicht sicher. Aber es gibt so Zahlen, dass eben im Zusammenhang mit 2015 und den syrischen Geflüchteten die Zahlen wieder hochgingen. Die waren vorher mal runter. Also es kann sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber meine eigentliche Botschaft ist eine andere. Ich glaube, dass diese Gefühle, nicht selbstwirksam zu sein, nicht anerkannt zu werden, vernachlässigt zu sein, die kann sozusagen eine Politik aus großer Distanz gar nicht richtig adressieren. Da wäre tatsächlich jeder Demokrat gefordert, wenn er in seiner Nachbarschaft jemanden hat, wo er sagt, da gäbe es vielleicht eine Chance, dann diese Diskussion auch zu führen. Ob das dann gelingt, ist eine große Frage, weil wir werden es auch damit zu tun haben, was ich vorhin geschildert habe, wir leben inzwischen teilweise in sehr verschiedenen Wirklichkeiten. Also viele AfD-Wähler sagen, wir sind quasi in der DDR 2.0. Von der Merkel-Diktatur sind wir jetzt sozusagen wieder kurz davor, Corona-Stichwort, in der Diktatur zu leben und wir sind eigentlich die Widerstandskämpfer. Dazu sage ich ja in meinem Buch auch was, warum das eine hanebüchene Verdrehung der Wirklichkeit ist. Aber wenn das erstmal so weit ist, dann wird es in der Tat sehr schwierig, denn Sie können nicht mit jemandem übers Wetter diskutieren, der sagt, der Himmel ist grün. So. Und deshalb glaube ich, sollten wir zunächst einmal ein etwas weniger ehrgeiziges Ziel formulieren, nämlich zu vermeiden, dass die AfD noch weitere Wähler bekommt. Da hätten wir ja auch schon mal was gewonnen. Und wie das nachher mit dem Rückgewinnen ist, wird man sehen. Aber sicherlich spielt auch eine Rolle, dass die demokratischen Parteien untereinander auch ein Stück weit wieder deutlich machen, wofür sie politisch stehen, wo die Unterschiede sind, damit der Eindruck, den die AfD zu erwecken versucht, die sind alle gleich und nur wir sind anders, damit dem auch entgegengewirkt wird. Also in dem Moment, wo ich eine breitere, wahrnehmbare ein breiter wahrnehmbares Spektrum politischer Alternativen habe, wähle ich eben auch nicht nur entweder AfD oder alle anderen. Und das ist ja ein bisschen das, was der AfD auch ein Stück weit gelungen ist, ne, in der Darstellung. Man kann ein bisschen was in den Zahlen sehen. Tatsächlich, dass es sehr schwierig ist, AfD-Wähler zurückzubekommen. Die sind tatsächlich bei der jetzigen Wählerwanderung nur zum BSW gelaufen, sehr wenige und nur zum BSW. Der Großteil bleibt, also niemand ist zurück zur CDU, zu den Grünen, SPD und so weiter. Das ist schon sehr schwierig. Ich würde sehr davor warnen, das ausgerechnet auf der migrationspolitischen Ebene zu versuchen, weil das, was man hört im Moment von den Rechtsaußen in der AfD, die durchaus auch das propagandistische Geschehen
bestimmen. Also Typen wie Erik Ahrens, das ist der Social-Media-Stratege, der die Kampagne für Maximilian Graf, für den Europaabgeordneten, Europaspitzenkandidaten gemacht hat. Die sprechen ganz klar von genetischen Unterschieden, von Rassen, die sprechen von Krieg, mit dem man den Männerüberschuss im Osten wieder in den Griff kriegt und so weiter. Also da sind solche Töne, wo klar ist, das kann man mit keiner demokratischen Partei, also das, was die dann anschlagen werden, in dem Fall, selbst wenn es jetzt heißt, ja, keine neuen Flüchtlinge kommen rein, ja, keine Afghanen, keine Syrer mehr, was dann so im ersten Moment neulich mal kam. Selbst wenn das passiert, dann greifen sie die nächste Gruppe an. Dann sind es eben die Deutschen mit Migrationshintergrund, dann sind es, also so wie wir es eben auch aus der Geschichte kennen, das geht da immer weiter. Ich würde davor sehr warnen, die Frage wäre nur, ob man nicht die Probleme, die durch, also die vorhanden sind und zwar tatsächlich ja eben nicht entstanden durch die Geflüchteten, das haben wir ja vorhin schon gesagt, die Bahn, die Wohnungsnot, die Umverteilungsfragen, Daseinsfürsorge, all diese Dinge, das sieht man schon auch ein bisschen in den Umfragen, dass, also es ist schwierig, da was rauszufinden, warum die Leute das eigentlich wählen. Aber da kann man ein bisschen was erkennen, zum Beispiel Abwertungserfahrung im eigenen Berufsleben, also weniger Mitbestimmung, langweilige, gleichtönige Arbeit und so. Da sieht man so ein bisschen, dass Menschen, die das häufiger beantworten, auch eher zur AfD neigen. Und dann sind natürlich ganz klare soziale Fragen, wo sich schon die Parteien, also und so habe ich sie auch verstanden, gibt es etwas, was man verändern kann? Ja, man muss eben die tatsächlichen Probleme, die eigentlichen, nicht die Migration, sondern die eigentlichen Probleme vielleicht schon doch auch angehen und ein Stück weit lösen. Ja, also wenn man nochmal den psychologischen Ansatz, den die AfD immer proklamiert, der ist ja, wir hier unten gegen die da oben, eigentlich kannst du gar nichts machen und dann Wut und Empörung etc. etc. In meinem Buch versuche ich, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man relativ schnell zu der Erfahrung von Selbstwirksamkeit kommen kann. Und meine These wäre, Menschen, die das Gefühl haben, ich kann was bewirken, sind wesentlich weniger anfällig für diese Propaganda als diejenigen, die das Gefühl nicht haben. Das heißt, wenn es jetzt um eine Präventionsstrategie geht, würde ich mal sagen, also diejenigen, die jetzt sich anfangen, unsere Demokratie bietet ja so, so viele Möglichkeiten im Ehrenamt und da ist auch noch eine positive Zahl. Über 30 Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich und erfahren da Selbstwirksamkeit. Also wir sind schon eine ziemlich stabile Gesellschaft, aber an der wird halt genagt und es gibt Risse. Da muss man jetzt nicht Panik haben, aber man muss eben sehen, dass da nicht weiter Wasser reinläuft. Sonst ist es, wenn dann der Winter kommt, kann es die Mauer ein bisschen wegsprechen. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, weil tatsächlich in Ostdeutschland haben wir eine viel geringere Zivilgesellschaft, viel weniger Vereine, viel weniger Mitgliedschaften in Parteien und so weiter. Und wir haben auch einen massiven Angriff, gerade von der AfD, auf diese Zivilgesellschaft. Und das ist etwas, wo man auch sagen kann, wieder Fehler der regierenden Parteien. Es gibt im Koalitionsvertrag das Vorhaben, die Gemeinnützigkeitsregeln für die Vereine zu verändern, sodass sich eben auch Vereine demokratiepolitisch engagieren können. Das dürfen sie im Moment nicht. Und die AfD hat ganz genau geguckt, wer hat denn hier eigentlich die Demos angemeldet im Osten? So, wer ist denn da dabei? Wen können wir denn mal beim Finanzamt anschwärzen? Und haben eben mehrere Vereine, das machen die auch immerhin weiter noch, in die Insolvenz getrieben. So damit, mit dieser Strategie. Und das ist etwas, wo man sagen muss, hat Berlin ganz klar verpasst. Wusste man, dass es kommen wird. Und das ist etwas, was gerade jetzt in Ostdeutschland, wenn man auch so an Haushaltsverhandlungen jetzt mal denkt, die nächsten da in diesen Bundesländern, was gerade die Zivilgesellschaft massiv schwächen wird und gefährden wird. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch eine der Erklärungen, weshalb eben bei diesen ganzen politischen Landkarten, die wir jetzt immer mal wieder sehen können von der Bundesrepublik, diejenigen, die sich noch daran erinnern können, also mich erinnert es immer an die alte Wetterkarte, wo eben noch ziemlich stark die deutsche Teilung quasi sichtbar war. Die Wetterkarte hatte eben nur das Wetter West plus West-Berlin transportiert. Und viele Karten, die jetzt politische Geografie abbilden, zeichnen das Muster nach. Und ich glaube auch, dass eines der großen Probleme nach wie vor tatsächlich ist, dass die Zivilgesellschaft noch nicht die Möglichkeit hatte, dass es halt auch ein bisschen länger dauert, bis sie wächst. Und ich gebrauche auch ziemlich oft das Argument, dass man sich auch
immer wieder mal klar machen muss, dass die Menschen in Ostdeutschland zwischen 1933 und 1989 keine Demokratieerfahrung hatten. Zwischen 33 und 89, das sind 2,5 Generationen. Und jetzt kann man nicht sagen, naja gut, aber viele sind doch dann anschließend geboren worden. Ja, die sind aber von Eltern erzogen worden und die haben Großeltern. Und da wird auch noch einiges weitergegeben. Sie haben das ja in Ihrem Buch schön beschrieben. Und ich glaube, das erklärt auch noch mal viel. Das wollen die natürlich nicht so gerne hören. Und ich habe jetzt auf dem Herweg noch mal überlegt, ich habe ja bei dem Buchtitel habe ich mir natürlich ein bisschen was überlegt, aber den Begriff Anleitung habe ich relativ unreflektiert verwandt, weil es passte irgendwie. Aber Sie merken in den Diskussionen ganz schnell, wenn Sie versuchen, ein Argument anzubringen, jetzt belehrst du mich. Also du belehrst mich und ich will nicht belehrt werden. Das ist auch so eine Immunisierungsstrategie, die auch ganz bewusst von der AfD, glaube ich, mitgefahren wird. Die wollen euch belehren. Und das ist natürlich abhängig vom Tonfall und so, alles auch klar, Augenhöhe. Aber ich meine, man guckt in Kochbücher und man nimmt ganz viele Anleitungen, weil man einfach weiß, man greift dann auf Erfahrungen anderer zurück und das ist ja auch nicht verkehrt. Und deshalb, glaube ich, ist das nach wie vor so auch ganz okay. Aber dieses Argument wollte ich nochmal ansprechen, diese Allergie, auch vielleicht hochgezogen, bloß nicht belehren. Auch nicht als Wähler. Also wenn jemand ein Wahlprogramm vorstellt, kann es passieren, dass sie sagen, ich will nicht belehrt werden. Wie kommt man aus so einer Bredouille raus? Weil natürlich ist, wenn man diskutiert, wenn man politisch diskutiert, geht es um Überzeugung. Das kann ich immer auch framen als, du willst mich belehren. Da darf man auch nicht, glaube ich, sich dann einschüchtern lassen. Man muss es ein bisschen reflektieren und sagen, warum es eigentlich gar nicht anders geht, als so zu diskutieren. Ich würde jetzt noch eine letzte Fragerunde sozusagen machen, bevor wir in diesen heißen Abend entschwinden. Daher hatte noch ja, eine. Vielen Dank. Ich bin Tobias Kemmelter, ich arbeite bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen Agenturen und wir beschäftigen uns mit der Förderung des Engagements. Und ich wollte das nochmal stark machen, Frau Rabe, was Sie gesagt haben, aber auch Herr Polen. Wir können es zeigen, Menschen, die Selbstwirksamkeit erfahren, haben ein höheres Glaube an die Institutionen, an die Demokratie, das können wir im freiwilligen Survey belegen. Und was Sie aber jetzt beschrieben haben, Frau Rabe, es ist hochdramatisch, weil die Zivilgesellschaft gerät braun unter Druck. Wir müssen uns jetzt mit Schutzraumkonzepten beschäftigen, mit Präventionsnetzwerken. Wir haben es gesehen beim Wahlkampf, wie Ehrenamtliche attackiert werden. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension ist tatsächlich die Frage von Finanzierung von Zivilgesellschaft. Das findet kommunal statt, in den Kommunalparlamenten. Und da ist die Frage, wer gibt einer bestimmten Art von Zivilgesellschaft, die sich einmischt, zukünftig die Fördermittel. Und es geht jetzt auf Bundesebene schon los, wo Fördermittel zunehmend in Frage gestellt werden. Es ist die Frage der Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft, Gemeinnützigkeitsrecht etc. Und ich vermisse da tatsächlich auf Bundesebene in allen Parteien den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft. Und die Frage ist, wie können wir Zivilgesellschaft gerade in diesen Regionen überhaupt noch stärken? Danke. Es ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde darauf einmal kurz eingehen, weil vermisse ich auch. Geht mir ganz genauso und zwar schon seit vielen Jahren. Das hat ganz viel damit zu tun, dass man natürlich die Menschen, die sich engagieren, sowieso weiß, dass die einen wählen. Oder eben, also zumindest demokratisch, dass die bei einem sind. Um die muss man sich nicht so richtig kümmern. Mit denen lichtet man sich mal ab oder benutzt sie als Argument dafür zu sagen, ja, hier sind ja gar nicht alle rechts. Aber man kümmert sich nicht so richtig drum. Man fragt dich, was braucht ihr strukturell? Die können einem das nämlich in der Regel immer ganz gut sagen. Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist tatsächlich, ich hoffe da sehr auf journalistische Initiativen, also Informationen, Aufklärung in die Zivilgesellschaft tragen, nicht nur aus dem Osten, sondern in das ganze Bundesgebiet, dass wir tatsächlich dort auch einen Schulterschluss vor allen Dingen und auch, dass wir eben zum Beispiel sehen, dass sich die Leute engagieren für das Stadttheater, für den Verein, für den Jugendclub, dass man das unterstützt. Und ich glaube auch, dass, da bin ich jetzt auch mit dran zum Teil, dass wir wirklich auch Fördermittelkampagnen brauchen oder also Fördermitglieder von Vereinen. Da kann ja jeder sich auch was suchen. Ja? Ich mache das zum Beispiel jetzt für das Kulturbüro Sachsen dann. Und dass man sich was sucht, wo man sich engagiert, wo man sagt, okay, da gebe ich jetzt ein bisschen was rein, das sind, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten und über diese schwierige Zeit jetzt zu bringen.
Dem würde ich zustimmen. Also der Staat ist das eine und das, was ich jetzt heute auch gelernt habe, das war mir selber auch nicht so bewusst, dass also dieser Hebel, ein Fußballverein ruft zu der Demonstration auf und dann gehen die hin und sagen, du bist nicht mehr gemeinnützig. Das war mir so auch nicht bewusst und es ist eigentlich wirklich sehr, sehr dringend, das zu ändern. Auch nicht so schwierig, das muss Herr Lindner noch ein bisschen, das ist nicht so schwer. Also das könnte man eigentlich wirklich relativ schnell ändern. Wir sehen, was ich verfolgt habe, ist, dass so Organisationen wie Korrektiv oder so auch unter diesen Druck kommen. Bei Korrektiv finde ich jetzt insofern ein ganz schönes Beispiel. Die haben am Anfang, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder machen oder immer wieder machen, so Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Seit der Zeit fördere ich die auch etwas, weil die hatten damals zusammen mit Bellingcat diesen Abschuss der holländischen Passagiermaschine mit am besten recherchiert. Und man weiß, dass Recherche Geld kostet und über Qualitätsjournalismus haben wir vorhin geredet. Also da kann man was tun. Ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich so eine Förderkultur für Zivilgesellschaft, dass diejenigen, die verstanden haben, warum das alle wichtig ist, sich dann eben vielleicht auch bequem gemacht übers Netz an bestimmten Projekten finanziell unterstützend beteiligen. Also wir können das auch nicht alles vom Staat erwarten. Das wäre auch viel zu fragil, würde auch ein bisschen dem zivilgesellschaftlichen Gedanken widersprechen, ne? Also da kann man sich sicherlich auch noch mehr einfallen lassen, das eben auch zu unterstützen, ne? Ja, jetzt ist es an mir, mich zu bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bei Ihnen, Herr Polenz, für das spannende Gespräch, für das Buch, das Sie sich hoffentlich zu Herzen greifen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Und ich habe immer gedacht, als ich Ihren Roman gelesen habe, würde Sie gerne mal treffen und das... Ja, nein, schwupps, genau. Aber da reden wir vielleicht nachher auch gleich noch einen Moment drüber. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren und tun Sie was. Von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an Sie beide fürs Kommen, an die Damen und Herren, die hier sind, an die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Man könnte die Debatte weiterführen, das Gespräch. Mir sind noch viele Fragen gekommen. Wir führen diese Gespräche weiter. Bitte führen Sie auch Ihre Gespräche im Bekanntenkreis, im Kolleginnenkreis, wo auch immer. Wir haben eine Menge zu tun. Demokratie ist ein Marathonlauf. Für heute machen wir eine Unterbrechung. Wir hier in Berlin, in der Böll-Stiftung, haben noch einen kleinen Imbiss ohne Alkohol. Und führen da die Gespräche weiter. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder. Ganz herzlichen Dank.